Ja, schönen guten Abend. Wir beginnen dann auch auf Einladung der Veranstalter und Veranstalterinnen, denen ich hiermit schon mal vorab herzlich danken möchte für die Einladung, dem AStA Frankfurt. Ich möchte eine Sache vorweg klären. Ich werde im Vortrag die sogenannten N-Wörter verwenden im Zitat, im kritischen Zitat. Ich distanziere mich von mir bewussten Versuchen, also mir ist bewusst, dass es sie gibt, Versuche durch das Zitat eine gewisse Spottwirkung zu erzeugen oder damit die Tabuierung zu umgehen. Damit habe ich nichts gemein. Ich sympathisiere mit der gerechtfertigten Tabuierung dieser Begriffe im affirmativen Gebrauch, im kritischen Gebrauch für die Kritik, um uns die gewaltanthropologischen Dimensionen zu vergegenwärtigen, sind wir allerdings darauf angewiesen, zu untersuchen, zum einen zum Zwecke der Differenzierung zwischen, nämlich Zitat, den Worten Neger, das im historischen Kontext durchaus eine politisch korrekte Form war, unter anderem eben in Marxens Schriften über die Sklaverei als solche verwendet, im Kontrast zu dem immer schon rassistisch intendierten, abwertenden Begriff, Zitat, Nigger, der ebenfalls bei Marx in privaten Briefen verwendet wird, eben in dieser eindeutig pejorativen Absicht. Diese Differenzierung ist zum einen notwendig, zum anderen halte ich überhaupt nichts davon, historische Gewaltverhältnisse zu verharmlosen und zu beschönigen, dadurch, dass man bestimmte Aspekte ausblendet. Es geht mir um diese beiden Aspekte. Ich werde dennoch versuchen zu vermeiden, diese Wörter allzu oft oder in Serie zu verwenden. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum, ihre gesellschaftliche Tabuierung als affirmative Kollektivbezeichnung in irgendeiner Weise zu hintertreiben. Es wird heute um Rassismus-Theorie gehen. Und diese Theorie werde ich aus 4 Aspekten beleuchten, nämlich zum einen dem geschichtlichen Material, auch dem literarischen Material, aus der kritischen Theorie oder was eine sein könnte, des Rassismus, und weiter dann zu 2 meines Erachtens falschen Formen der Rassismuskritik, nämlich der Critical Whiteness und einer Tendenz des Anti-Antirassismus, der in einer Szene im Moment erstarkt ist, zu der ich mich selbst einmal rechnete. Ich beginne mit dem kleinen Gespenst, weil es etwas illustriert. Das kleine Gespenst kennt vielleicht jeder von Ottfried Preußler. Und es gibt in diesem kleinen Gespenst eine Passage, in der kein einziges Mal ein N-Wort fällt und die trotzdem eine rassistische Wirkung entfaltet. Das kleine Gespenst wird bekanntermaßen durch einen Unfall zum Taggespenst. Es wird schwarz, es wacht auf, weil die Uhr verstellt wurde an der Schlossuhr. Und es blickt dann in einen Brunnen, in sein Spiegelbild und schaut sich an. Ach, wie ich aussehe, rief es entsetzt. Ich bin ja ganz schwarz geworden, von oben bis unten schwarz. Das einzig Weiße an mir sind die Augen. Die leuchten so grell, das ist ja wirklich zum Fürchten. Ich bekomme gleich vor mir selbst Angst, schrecklich. Ich möchte bloß wissen, warum ich schwarz geworden bin. Das Sonnenlicht hat mich wahrscheinlich auch schwarz gemacht. Das hätte ich vorher wissen sollen. Dann wäre ich hübsch in meiner Truhe geblieben und hätte mich keinen Zentimeter herausgerührt. Das kleine Gespenst warf seinem Spiegelblick einen giftigen Blick zu. Schrecklich mir vorzustellen, dass ich mein ganzes weiteres Leben als schwarzes Scheusal verbringen soll. Ob's wohl ein Mittel dagegen gibt? Ein Mittel, das einen wieder weiß macht? Hoffentlich, hoffentlich. Diese Passage illustriert etwas, was die Critical Whiteness zu Recht als White Innocence bezeichnet oder eine Haltung über Schwarzsein oder Weißsein zu schreiben, als wäre die Geschichte nicht real, als wäre die Geschichte, in der Schwarzsein und Weißsein eine erhebliche Rolle spielen, nicht existent. Also hier einen mythologischen Raum zu eröffnen, den es nicht geben kann. Ein
Kind mit dunklerer Hautfarbe, das in Deutschland aufwächst und dieses Märchen liest, das in einer weißen Gesellschaft vermutlich täglich bewusst oder unbewusst damit konfrontiert wird, dass es auf irgendeine Weise anders ist und das wie alle Kinder, die in irgendeiner Weise anders als die Majorität sind, das auch als eine Art Schuld empfinden wird. Für diese Kinder ist diese Passage vermutlich spricht eine sehr deutliche Sprache zu ihnen. Die ganze Gegenüberstellung von hübsch, zum Beispiel diese Doppelbedeutung, ist hier, glaube ich, nicht ganz zufällig, weil vorher es auch schrecklich und fürchten vorkommen im Zusammenhang mit Schwarz, wird in eine Opposition gestellt mit eben diesem Weißen, auf das man hofft, wieder weiß zu werden. Das perfide daran ist, dass es kein Einzelfall ist. Es gibt eine ganze Reihe, es ist ein kulturelles Ensemble, in dem das kleine Gespräch stattfindet. Nur ein Beispiel von Waggerl, eine sehr populäre Weihnachtsgeschichte, in der eben der Melchior, einer der drei Könige, beschrieben wird. Er sei baumlang und so tintenschwarz, dass selbst im hellen Schein des Sternes nichts von ihm zu sehen war als ein paar Augäpfel und ein fürchterliches Gebiss. Eine ganz ähnliche Sprache wie im kleinen Gespenst, die Fokussierung auf die Augäpfel und das Fürchterliche, die Furcht. Und man hätte ihn zum König gemacht, weil er noch ein wenig schwärzer war als die anderen Schwarzen. Das ist ein bisschen ein Neidelement. Als ob er in der Haut des Teufels steckte. Eine ganz, ganz klare Anhäufung von pejorativen Symboliken für eine Kindergeschichte. Und dieser schwarze König geht zum Jesuskind, ängstlich, dass es auch vor ihm erschrecken könnte, und umfasst eben seine Füße. Und das Jesuskind erweist sich als tolerant und ignoriert seine Hautfarbe völlig. Und daraufhin reagiert der schwarze König dankbar. Über die Maßen glücklich war der schwarze König. Nie zuvor hatte er so großartig die Augen gerollt und die Zähne gebleckt von einem Ohr zum anderen. Wir kennen dieses Bild aus der Darstellung schwarzer Clowns und den black-gefaceden weißen schwarzen Clowns, eben die Karikatur, das Nachspielen von vermeintlich schwarzen oder tatsächlichen schwarzen Verhalten. Melchior konnte nicht anders, er musste die Füße des Kindes umfassen und alle seine Zehen küssen, wie es im Mohrenlande Brauch war. Als er aber die Hände wieder löste, sah er das Wunder, die waren innen weiß geworden. Das Wunder ist, dass seine Haut weiß ist. Das ist eine Botschaft für ein Kind, auch wenn sie hier in ein humanistisches Gewand verpackt ist, nämlich geht nur hin und seht sie und grüßt sie brüderlich. Ja, warum sollen sie brüderlich gegrüßt werden? Weil ihre Hände innen weiß geworden sind? Das ist alles eine hochgradig krude Weihnachtsgeschichte, die aber gerade im linksliberalen Milieu sehr gerne gelesen wurde, eben wegen diesem leicht ironischen Unterton. Aber es ist nichts anderes als eine Wiederholung oder eine Voraussicht auf das, was das kleine Gespenst auch macht. Eben das Wunder, wieder weiß zu werden oder endlich weiß zu werden. Wir wissen aus der kritischen Feldforschung im Trikont, was für eine perfide Gewalt der Rassismus auf die Gesellschaften hatte, die ihm ausgesetzt waren, die ihm ausgesetzt sind, nämlich, dass er internalisiert wurde, auch nachdem die Kolonialmächte lange schon abgezogen sind. Und zwar auf eine gewaltsame Weise internalisiert wurden, dadurch, dass eben Menschen, die mit einer dunkleren Hautfarbe geboren wären, versuchen, mit chemischen Mitteln ihre Haut aufzuhellen. Ich habe in Ghana dieses Foto gemacht von einer Plakatwerbung, wie man sie dort überall sieht. Recreate perfection with the science of an ultimate skin. Die Wissenschaft einer perfekten Haut wird hier beworben, und zwar für alle Gruppen, die eine andere als eine eben in Anführungsstrichen weiße Hautfarbe haben. Wir haben hier eine asiatische Frau, eine indische, eine mutmaßlich Ghanaische in Ghana und
vielleicht noch mal eine indische oder pakistanische, je nachdem. Also, und all diesen wird angeraten, eben diese Wissenschaft einer Ultimate Skin zu kaufen. Das ist nichts Neues. Franz Fanon schreibt in Black Skin, White Masks ausführlich über dieses Problem und es stellt eines seiner zentralsten Probleme dar, nämlich sich zu vergegenwärtigen, wie dieses Verlangen, weiß zu sein, zustande kommt. Out of the blackest part of my soul, across the zebra striping of my mind, surges this desire to be suddenly white. Noch einmal so ein Werbeplakat, Hollywood-Style, Herbal Formulas, alles gesund, ohne Parabene, so wird es beworben, for the perfect skin. Mitten in einem Land mit einer über 99% schwarzen Bevölkerung wird hellere Hautfarbe beworben, unwidersprochen beworben, ohne dass dieses Plakat zerstört würde. Und das sagt einiges aus. Der ghanaische Staat betrachtet das mit Missgunst, wie viele andere eben aus dem Public Health Blickwinkel, dass das nämlich hier ein gesundheitliches Problem darstellt. Wenn eine signifikante Zahl der Frauen, in manchen Ländern bis zu 30% der Frauen und mehr, sich die Haut bleichen, dann führt das nämlich zu einem Verlust der partiellen Immunität, die das Melanin gegen die UV-Strahlung bietet und stellt dadurch eben ein Einfallstor für Hautkrebs und andere Hauterkrankungen dar, wenn dieses Melanin zerstört wird, durch Chlorbleiche zum Beispiel. Sodass die ghanaische Regierung diese Bleichmittel verboten hat, relativ wirkungslos, sie werden nach wie vor verkauft. Und das führt dazu, dass eine Kylie Kyung-Guyo 2018 im Januar schrieb über dieses Gesetz, es sei ein sexist and discriminatory move. Also es sei ein sexistischer und diskriminierender Eingriff, dass von Schönheitswettbewerben zum Beispiel Kandidaten mit einer gebleichten Haut diskriminiert, also ausgeschlossen würden. Sie hat natürlich recht, wenn Leute mit Tattoos und Dreadlocks ebenfalls ausgeschlossen werden, dann ist das natürlich ein etwas undifferenzierter Angriff. Aber es gibt das öfter, dass eben diese Hautbleichung als Body Modification, gerade in der Begeisterung für das Cyborg Manifesto, generell für Körpermodifizierung, eben auch als positive Form der Umwandlung oder als akzeptable Form der Umwandlung gewertet wird. Wie gesagt, es ist vor allem bereits für Fanon ein Akt, der die Internalisierung des Rassismus symbolisiert und der aus einer Public Health Perspektive äußerst bedenklich ist, aus einer gesundheitlichen Perspektive. Kurz voran, wie ist eben weiße Haut entstanden als Aberration, noch nicht allzu lange? Entstand wohl zufällig ein Mensch mit einer helleren Hautfarbe. Durch Selektion sind in den nördlichen Gebieten, wo die Sonneneinstrahlung geringer ist und dafür aber die Vitamin-D-Versorgung ein größeres Problem ist, es hat sich dort die hellere Hautfarbe historisch durchgesetzt, eben weil der Vitamin-D-Mangel ein so großes Problem geworden wäre in Gebieten mit geringer Sonneneinstrahlung. Melanin hält die UV-Strahlung ab. UV brauchen wir, um Vitamin D zu produzieren. Wenn wir jetzt genug UV durch hohe Sonneneinstrahlung aufnehmen, haben wir keine Notwendigkeit danach. Gleichzeitig herrscht eben im Süden ein hoher Druck, Selektionsdruck durch Hautkrebs, die ebenfalls durch UV-Strahlung hervorgerufen werden. Das heißt, wir haben den nützlichen und den schädlichen Aspekt der UV-Strahlung jeweils ausdifferenziert als Hautfarbe historisch, als Selektionsprozess. Nichts anderes steckt hinter dem relativ jungen Prozess, dass unterschiedliche Hautfarben entstehen über die Kontinente hinweg, zwischen Regionen, die sehr, sehr lange voneinander getrennt sind, also etwa auf dem australischen Kontinent ebenso wie auf dem afrikanischen. Diese Internalisierung des Rassismus auf dem afrikanischen Kontinent
führt zu einer Haltung, die sich überaus oft abrufen lässt, nämlich we blacks are different in einem negativen Sinn, der sich dadurch äußert, dass wir hier in diesem Beispiel, diesem Bild, überall Ruten verkauft werden. Das sind eben Ruten, mit denen man Kinder schlägt als Bündel. Das Stück kostet dann so 30 Cent oder so. Neben einer Schule, die Lehrer kaufen das dann. Und man rechtfertigt das damit, wenn man eben als Weißer dagegen Bedenken einlegt oder versucht, das zu hinterfragen, ob es anders ginge, ohne Gewalt gegen Kinder, hört man die stereotype Reaktion, dass die schwarzen Kinder anders seien, dass die Schwarzen anders seien und sie bräuchten eben diese Gewalt zur Disziplinierung. Die weißen Kinder seien vielleicht lieb, aber die schwarzen Kinder seien böse. Man bräuchte hier diese Stöcke, um sie zu schlagen. Wir können uns diese gravierende Realität oder diese massenförmige Gewalt, die der Rassismus in den Subjekten, in den schwarzen Subjekten selbst ausübt, auch vergegenwärtigen an einem Film, den ich nur empfehlen möchte, weil er jetzt zu lange dauern würde, von Voice of Ram. Guckt euch den an. Legend Color, er beschreibt eben, wie schon als Kind für die gesamte Familie, für die Kinder, immer eine Tube Bleichcreme auf dem Tisch stand mit dem Titel Fair and Lovely, die einen eben liebenswert und hellhäutig, fair heißt hellhäutig, machen solle. Jetzt stellt sich die Frage, woher kommt dieser ganze Rassismus, woher kommt, wann entspringt das? Und wir haben eben zwei gegensätzliche Vorläufer. Das eine ist eine sehr alte Faszination mit anderer Hautfarbe. Dokumentiert haben wir sie scheinbar schriftlich nur aus der Perspektive der Weißen als Irritation über schwarze Hautfarbe. Wir wissen aber auch aus der Ethnologie, dass es genauso in schwarzen Gesellschaften große Irritationen über Weiße gab, die sich dann in Schnitzereien, teilweise in Karikaturen, in Göttern, und Götter ist dabei nicht immer wohl gemeint, also nicht im Sinne eines einer Vergötterung, sondern eben als einer Einordnung unter einer anderen als verspotteten Göttern teilweise. Davon haben wir Zeugnisse aus der Ethnographie. Aber schriftliche Zeugnisse haben wir mit als früheste aus dem Hohelied Salomos in der Bibel, wo eben die Geliebte des Salomos, eine schwarze Prinzessin oder Königin, eben von ihrer Umwelt betrachtet wird und sich wehrt mit den Worten: Ich bin schwarz, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Teppiche Salomos, seht mich nicht an, dass ich so schwarz bin, denn die Sonne hat mich so verbrannt. Es enthält neben einer ursprünglichen Irritation, wie auch einer Verteidigung, einer aktiven Verteidigung gegen diese Irritation, auch eine der ersten Theorien, die unterschiedlichen Hautfarben zu fassen, nämlich eine Klimatheorie, wie wir sie auch häufiger finden in der Literatur, dass eben die Sonne auf irgendeine Weise daran schuld sei und eben im negativen Sinne, sie hätte verbrannt. Das knüpft das bereitet vor den Adelsrassismus, der auch über die Hautfarbe funktioniert, auch in China, aber auch in Europa, nämlich dadurch, dass Adelige sich dadurch ihren Distinktionsgewinn sichern, dass sie sich ihrer helleren Hautfarbe brüsten. Warum? Weil die auf dem Feld arbeiten, automatisch der Sonne ausgesetzt sind, also dunklere Hautfarbe haben. Und wer nicht arbeiten muss und eben seine Zeit in geschützten Räumen verbringt, sich eben dessen brüstet und dadurch eine hellere Hautfarbe hat. Das ist so, sind zwei verschiedene Ursprünge der Klimatheorien, die dann früh schon eben wertende Momente haben. Wir haben andere Quellen, den Parsifal-Mythos, aber dann eben auch rasch im 14., 15., 16. Jahrhundert eine Dämonisierung, eine ganz klare Dämonisierung der schwarzen Hautfarbe, die vorher sich noch nicht so klar andeutete. Wir haben, wie gesagt, diese Geliebte, die führte dazu, dass zum Beispiel diese schwarze Madonna als eine von vielen, auch hier rechts unten haben, also von euch aus, ja, doch rechts unten haben wir eine schwarze Madonna, die noch nicht eben eine Karikatur einer Schwarzen darstellt, sondern eine würdigende Darstellung enthält. Auch der Melchior, es wird häufig würdigend dargestellt und noch nicht karikiert.
Von da ausgehend haben wir aber dann die Karikierung, die Dämonisierung, dass schwarze Hautfarben mit dem Höllenmoor gleichgesetzt wird. Und gleichzeitig etwas entsteht, 1556, was man als Urform des Rassismus betrachten kann, als erste ausformulierte Form des Rassismus, nämlich die Limpieza del Sangre, die Reinheit des Blutes. Und das interessanterweise gar nicht an einem Kollektiv, das als schwarz oder an der Hautfarbe abzusehen wäre, sondern eben einem, das wegen seiner Unsichtbarkeit abgegrenzt werden muss, nämlich Juden. Juden werden in Spanien als Maranos ausgegrenzt mit dem Limpieza del Sangre, dem Gesetz zur Reinheit des Blutes, nachdem eine Person, die in hohe Würden gelangen möchte, nachweisen muss, dass die Vorfahren Christen waren. Man befürchtete eben Krypto-Juden, Juden, die sich als Christen ausgaben und gar nicht wirklich Juden seien. Andere Dokumente des Frührassismus sind Othello, der Mohr von Venedig, auch da äußerst bösartige Abwertungen, die schon die gesamte Garnitur des Rassismus pflegen, mit dem Sexualneid. Der Schwarze hätte eben gezaubert, um die Weiße zur Liebe zu treiben. Und auch hier wird wieder der Schrecken beschworen. Das kann ich auch empfehlen, Othello einmal kritisch zu lesen, generell den Shakespeare. Man findet dort öfter eben diese volkstümlichen Rassismen dieser Zeit. Wesentlich früher entsteht auch der Rassismus im Islam als Rechtfertigungsideologie, als Rechtfertigung der Sklaverei. Das fasse ich nur ganz kurz zusammen. Es ist in letzter Zeit erst in den Diskurs geraten, war viel zu lange vernachlässigt. Inzwischen gibt es exzellente, leider viel zu teure Bücher darüber. Es gab eben früh diese Sklaverei, schon im 8., 9. Jahrhundert Sklavenaufstände im Irak durch schwarze Sklaven, die teilweise sogar fast erfolgreich waren, 2/3 des Irak beherrschten. So dass wir bis heute Nachkommen von Sklaven haben in den arabischen Staaten, obwohl schwarze Sklaven fast durchweg kastriert wurden. Aber wir haben eben auch, und das müssen wir differenzieren, auch Nachkommen von schwarzen Sklavenjägern, die sich zum Beispiel dann im Westen der arabischen Welt niederließen, auch in Kairo oder in Gaza, auf ihren Handelsreisen. Der Koran bedeutete erstmal eine, in Anführungsstrichen, Liberalisierung der Sklavereigesetze. Er gestand Sklaven gewisse Rechte zu, insbesondere, dass man frei wurde, wenn man sich zum Islam bekannte, was dazu führte wiederum, dass der Islam in vielen Regionen mit schwarzer Bevölkerung, aber auch ohne, eine geheime Religion zeitweise blieb, die von den Herrschenden eher nicht an die Sklaven weitergegeben wurde, eben weil man verhindern wollte, dass Massen von Sklaven sich durch ein einfaches Glaubensbekenntnis eben aus diesem Status freisprachen. Aber die Sklaverei war im Islam eine bedeutende Stütze der Baumwoll- und der Baumwollproduktion und auch generell des Plantagensystems. Sie erfuhren früh eine Karikierung, eine gewisse Stereotypisierung in Zeichnungen. Hier ein Beispiel, wo sie eben ganz klar als kleinere Menschen abgebildet werden in einer unterworfenen Position. Und man hat hier auch früh Dokumente, in denen sie pejorativ bezeichnet werden im Kollektiv. Das wirkte fort dazu, also durch diese literalistische Prägung mit dem Koran, dass die Sklaverei sowohl eben vergesetzlicht wurde, für die damalige Zeit, wie gesagt, eine gewisse Liberalisierung, aber langfristig eben für eine Erstarrung sorgte, dass sie fortdauerte. Im Saudi-Arabien und Jemen bis 1962, im Oman bis 1970 und eben real bis heute. Der Islamische Staat hat da nicht überraschend Neues und nicht von den älteren Generationen Vergessenes wieder aufleben lassen. Die Sklaverei ist in den meisten arabischen Staaten nicht unbekannt und noch erinnert. Vor allem in der Sahelzone an der Front hier ist der Sudan und dort hat die ebenso dunkelhäutige Elite versteht sich dort als hellhäutiger oder weiß.
teilweise wieder alle optische Evidenz und erklärt da auch einen rassisierten Dschihad gegen die schwarzen Nichtmuslime. Zum Beispiel in den Nuba-Bergen. Wer das exzellent dokumentiert hat, ist Fritz Kramer, ein Ethnologe, inzwischen emeritiert in Hamburg, der unter anderem die lesenswerte Dokumentation oder den Text Krieg in den Nuba-Bergen dazu geschrieben hat, über diesen islamischen Dschihad gegen in Anführungsstrichen schwarze Nichtmuslime in Sudan. Jetzt wird das oft in einen Topf geworfen, die islamische und die europäische Sklaverei. Wir haben mit der europäischen Sklaverei trotzdem ein ungleich stärker ökonomisiertes und aggressiver betriebenes, vorangetriebenes Projekt, das mit dem arabischen Conquest teilweise Hand in Hand ging, teilweise da auch eine eigene Dynamik entstand, die ich jetzt nur der Form halber überspringe, um mehr Zeit später zu haben. Nur kleine Stichworte, um 1500 waren 10% der Bewohner in Lissabon schwarz. Man kann also nicht davon ausgehen, dass diese Irritation über Schwarze, die heute oft als Entschuldigung angenommen von Weißen vertreten wird, dass diese Überraschung über einen Erstkontakt irgendwann in der Geschichte Europas glaubhaft gewesen war. Wir haben sehr, sehr früh schwarze Bevölkerungsteile, sehr früh auch Verwandtschaften mit Schwarzen, Familienbande, sodass wir hier keine Erstkontakte annehmen müssen im 18. Jahrhundert oder so, wie es manchmal suggeriert wird. Man wusste, wer oder was Menschen mit dunklerer Hautfarbe sind und man hatte eine gewisse alltägliche Erfahrung und Routine im Umgang mit dieser Differenz, mit dieser optischen Differenz. Zunächst haben wir aber einen gewissen Instinktrassismus, eine Machtideologie, eine reine Machtideologie, die eben die Sklaverei vor allem in Portugal mit dem Willen Gottes entschuldigt oder eben so etwas wie ein Schicksal schon vorausschickt. Im weiteren Verlauf der Entwicklung der Naturwissenschaften übernimmt dann zusehends die Natur eine stärkere Rolle in der Rechtfertigung. Und Gottes Wille rückt etwas in den Hintergrund. Das ist auch keine durchweg richtige Darstellung, es ist eine Abstraktion. Kurze Stichpunkte zur Sklaverei, weil es mitunter immer wieder verharmlost wird. Ja, das wäre doch nur ein ökonomisches Verhältnis gewesen oder man sich keinen Begriff macht von dieser Dimension. Es war ein genozidales und über die Jahrhunderte andauerndes genozidales Projekt Europas für jeden Sklaven, der diese Fahrt überlebte, der die Sklavenjagden überlebte, mussten 3 bis 4 andere Menschen in Afrika oder während der Überfahrt sterben. Wir hatten in Jamaika im 18. Jahrhundert noch 90% Kindersterblichkeit unter schwarzen Sklaven, 90%. Und 8 bis 10 Jahre Lebenserwartung auf einer Plantage. Das war nichts anderes als eine Vernichtung durch Arbeit, eine rücksichtslose Verdinglichung von Menschen, eine Behandlung von Menschen als reine Ware, nur als Ware, ausschließlich als Ware, ohne menschliche Anteile. 1873 wird der Sklavenhandel abgeschafft und das erst ist der Beginn des Kolonialismus, der offizielle Beginn des Kolonialismus. Das auch nur, weil es manchmal in eins geworfen wird, Sklaverei und Kolonialismus. Das hat eine relativ kurze Überschneidungsphase. Im Wesentlichen passiert der Kolonialismus nach der Sklaverei. Ich überspringe hier ganz viel in den Folien. Ich habe den Text drin gelassen, damit wir nachher eventuell noch etwas klären können in der Diskussion, um daraus zurückzukommen. Das ist eine Menge Stoff. Wer sich dazu einen kurzen Überblick verschaffen möchte, dem empfehle ich wirklich die Dokumentation auf Arte, Geschichte der Sklaverei in 4 Teilen oder in 6 Teilen sogar. 4 Stunden sind es, glaube ich, es lohnt sich wirklich. Es ist eine sehr kritische und gehaltvolle Darstellung, die auch die islamische Sklaverei nicht ausspart, wie es lange Zeit Usus war in Geschichtsschreibung der Sklaverei. Interessanterweise haben wir nach dem Ende der Sklaverei, nämlich im 20. Jahrhundert, ein Wiederaufleben der Indianersklaverei. Die Indianersklaverei war der Vorläufer der sogenannten Negersklaverei, die
mit dem Argument eingeführt wurde, dass die Indianer viel zu schnell, also die indigenen Gesellschaften, die Individuen in Südamerika vor allem viel zu schnell sterben würden in der Plantagenwirtschaft und in den Minen und dass vielleicht die Afrikaner körperlich besser geeignet seien, dass es also humaner wäre, hier Schwarze einzusetzen statt Indigenen. Interessanterweise kehrt nach der offiziellen Abschaffung des Sklavenhandels, des transatlantischen Sklavenhandels, die Indianersklaverei wieder in volle Fahrt zurück, nämlich durch den Kautschukboom. Der Kautschukboom weckt noch einmal das Bedürfnis nach Arbeitskraft und auf eine brutale Art und Weise, wie man sie aus der Dialektik der Aufklärung eben nur erklären kann. Es findet hier kein Zivilisationsprozess im Sinne einer schrittweisen Milderung der brutalsten Formen statt, sondern die Dialektik der Aufklärung fordert prinzipiell erst einmal zu begreifen, dass mit den Möglichkeiten zur Befreiung des Menschen und mit der Entfaltung der Philosophie dazu real die Möglichkeiten zur Unterdrückung des Menschen anwachsen und umgesetzt werden. Das führt dazu, dass auch diese Indianersklaverei noch einmal eine neue Dimension aufnimmt in Südamerika durch Genozide zur Landnahme. Das nur, weil manchmal bezweifelt wird, dass es überhaupt Genozide an indigenen Menschen gegeben habe. Ja, natürlich. Von den 1930er Jahren wurden 1900 Mundukurus, also eine Gesellschaft, eine Indigenen in Südamerika, gezählt und davon überlebten 1200 die nächsten 20, 30 Jahre. Die Zahl der Guaranis ging von 5000 auf 300 zurück, die wurden explizit genozidal verfolgt. Von den 4000 Carayas lebten noch 400. Die 10.000 Sintas Largas waren auf 500 zusammengeschmolzen. Gerade in den Staaten Paraguay, Argentinien, heute, Heimstätten für Neonazis und Altnazis, gab es immer wieder genozidale Projekte, zunächst an Indigenen bis in die 70er Jahre an Indigenen, teilweise auch bis heute, aber eben auch schon mit der Befreiung, mit der Emanzipation der schwarzen Bevölkerungsteile, Strategien, die schwarze Bevölkerung unter anderem in Argentinien aggressiv zu dezimieren, indem man sie Krankheiten aussetzte oder eben in Kriegen ganz gezielt, in Anführungsstrichen, verheizte. Also sie an die vorderste Front schickte, wo sie sterben sollten. Und zwar vor allem die Männer, während die schwarzen Frauen dann mit weißen Männern verheiratet wurden, systematisch. Und dadurch eben schwarze Gesellschaftsteile in Argentinien absolut marginalisiert wurden. Das Ganze, die Abschaffung der Sklaverei, funktionierte vor allem deshalb, weil die Rationalisierung der Produktion, also die Entfaltung der Industrie, zwar zunächst den Bedarf nach Sklaven erhöhte, nämlich mit den Spinning Jennies, mit den Baumwollspinnereien in England, die Baumwolle zu einem begehrten Gut machten, weil man es in Massen verarbeiten konnte und dadurch die USA, obwohl sie vorher kaum transatlantischen Sklavenhandel unternommen hatten, auf einmal ein Zuchtprogramm für schwarze Sklaven unternahmen und viele der Sklaven daher nicht gehandelt wurden, der US-amerikanischen Sklaven, sondern vor Ort geboren wurden, in den USA geboren wurden. Dass also dieser Prozess, dass anfänglich Sklaven gebraucht wurden für diese Baumwollmaschinen, nach und nach dazu führte, dass auf einmal immer weniger Arbeiter gebraucht wurden, weil zum einen das weiße Proletariat sich vermehrte und eben in die amerikanischen Städte in großer Zahl einwanderte aus Europa, weil aber auch diese Maschinerien das erste Mal in der Geschichte so etwas wie Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit erzeugten durch das Fortschreiten der Rationalisierung. Man brauchte keine Sklaven mehr, weil man ein doppelt freies Proletariat hatte, doppelt freie Lohnarbeiter, und zwar in einer solchen Zahl, dass man stets eine Reservearmee, wie Marx das nennt, zur Verfügung hatte an Arbeitern, die völlig ohne jeden Zwang noch zu den
kläglichsten Bedingungen in die Kohleminen ging, an die Maschinen eben ging, um dort auch noch die ekelhaftesten Arbeiten zu verrichten. Man brauchte keine Sklaven mehr im Kapitalismus. Auch wenn die Sklaverei, wie Marx das sehr, sehr deutlich sagt, für den Kapitalismus zu Beginn in den ersten 200-300 Jahren ein Lebenselixier war, an dem er sich entfaltete. Allein die Erschließung dieser natürlichen Rohstoffe mit den beiden Kontinenten, mit Süd- und Nordamerika, später auch mit Afrika, erzeugte einen dermaßen Bedarf nach Arbeitskraft und lieferte gleichzeitig dermaßen viel Rohstoffe, dass der Kapitalismus als System davon unglaublich profitierte. Der wissenschaftliche Rassismus, und das ist ebenfalls interessant, entsteht nun nach dem Ende der Sklaverei, und zwar mit der Emanzipation der Schwarzen, mit den ersten Befreiungsbewegungen der Schwarzen und mit dem Humanismus. Auf einmal musste gerechtfertigt werden, warum diese Gewaltgeschichte stattfand. Historisch, man vergegenwärtigte sich als Weißer, dass man eben als imaginierte Spitze der Zivilisation unbeschreibliche Gräueltaten angerichtet hatte, die man eigentlich nur den anderen zuschrieb. Und auf einmal entsteht dann dieser wissenschaftliche Rassismus, der einige Jahrhunderte vorher eigentlich schon widerlegt war. Hegel spottet über die Phrenologie, also die Schädelvermessung, die Wissenschaft an bestimmten Schädelzonen etwas herauszufinden, an Äußerlichkeiten etwas herauszufinden. In seinem Kapitel in der Phänomenologie des Geistes hat er da nur Spott dafür übrig. Ein Jahrhundert später steht dieser wissenschaftliche Rassismus in voller Blüte wieder da. Und das bedarf einer Erklärung. Diese Erklärung ist zum einen der Darwin-Stock, die Erodierung der göttlichen Moral, zwangsläufig, da muss man nicht hinterher trauern, führte, und das erkennt als erster sehr hellsichtig Nietzsche, vielleicht nicht als erster, aber als bedeutendster, führt zu einem Legitimationsdefizit. Ja, wie will man Moral legitimieren? Und eine Legitimation einer nun einmal gewaltförmig eingerichteten und nun einmal rassisierten globalen Ökonomie war eben der wissenschaftliche Rassismus, der dieses Verhältnis verewigte, der es naturalisierte, der dadurch auch Schuld auslöschte. Wir haben mit dem Darwin-Schock, mit dem produktiven Teil der darwinschen Evolutionstheorie auch das Entstehen einer reaktionären Soziologie, die unter anderem Heinz Maus, ein Horkheimer Schüler, exzellent beschreibt in seiner Darstellung der Geschichte der Soziologie in Deutschland. Diese reaktionäre Soziologie versucht, Gesellschaft nach einem natürlichen Modell auszurichten und zu gestalten. Da entstehen erste Versuche dessen, was Foucault später Biomacht nennen wird, also des Modellierens ganzer Gesellschaften nach Naturgesetzen in Anführungsstrichen, nach vermeintlichen Naturgesetzen. Wie gesagt, mit dem Humanismus, das Anheben eines sekundären Rassismus. Der Rassismus ist immer schon sekundär, schon von Beginn an aus den portugiesischen Quellen sehen wir, dass er der Entschuldigung dieser eigentlich als unmoralisch empfundenen Macht liefert. Aber mit dem Humanismus wird dieser sekundäre Rassismus noch einmal verstärkt, nämlich ein Schuldabwehrrassismus. Die gewaltsame Vergangenheit wird als Natur mystifiziert, ich sage das schon. Gott wird schrittweise durch die Natur abgelöst und es entsteht dann noch einmal eine besonders aggressive Form der Nationalsozialismus in Deutschland und Europa. In den USA haben wir gleichzeitig die Segregation als Antwort auf die Emanzipation, die Jim Crow-Ära und das Aufblühen des Ku Klux Klans. In Frankreich entsteht der Kolonialrassismus, ebenso in den Großbritannien, in Portugal, in Spanien und Niederlande. Noch einmal ein Beispiel für diese Naturalisierung von Differenz, zitiert nach Marx, ein Verfechter der Sklaverei. The Negro is assigned to that condition of bondage by nature. He has strength and the power to labor. And that nature which deprived him of the will to labor gave him a master to coerce said will. Da sieht man auch diese Projektion. Der Meister will ja eigentlich nicht arbeiten und rechtfertigt seinen Unwillen zur Arbeit damit, dass der, in Anführungsstrichen, der Schwarze nicht
arbeiten wolle und er ihn dazu zwingen müsse. Ein Paradebeispiel für die Projektion. Verbildlicht wird das noch einmal, diese Naturalisierung, dieses Herrschaftsverhältnis und die Selbstverständlichkeit, mit der Weiße sich damit umgeben, unter anderem mit dem Band Timon Struppi im Kongo. Ich selbst habe diesen Band in der Kinderbuchabteilung, also auf dieser Höhe, unter den ganzen anderen Schlümpfe-Comics und so weiter gefunden. Das heißt, afrodeutsche Kinder, dunkelhäutige Kinder können diesen Comic jederzeit finden und werden sicherlich dort ein sehr ekelhaftes Bild vorfinden, nämlich in Form eines Hundes, Struppis, der auf einen Thron gesetzt wird von Schwarzen, um zu seinen schwarzen Untergebenen dann mild lächelnd zu sagen, tritt näher, getreuer Untertan. Auch Tim wird vergöttert am Ende als Held. Obwohl er vorher die Schwarzen beschimpft, soll denn der arme Hund die ganze Arbeit alleine machen? Los weiter ans Werk, ihr Faulpelze. Auch hier haben wir genau dieses Stereotyp, was wir in dem Zitat gerade hatten. Die Schwarzen seien Faulpelze und müssten zur Arbeit von den Weißen gezwungen werden. Wir sehen im Bild darunter in der gelben Hose eben eine ganz typische Karikatur einer Schwarzen aus der Jim Crow-Ära, nämlich des lässig schlendernden Schwarzen, der eben nicht die Hände aus den Hosentaschen nimmt, um bärbeißig gleich anzupacken, wenn es etwas zu tun gibt, sondern sich eher erst einmal zurückhaltend zur erforderlichen Arbeit verhält. Ja, ein ganz typisches Bild, das wir auch im Antisemitismus fast identisch haben. Oder auch eben die Entschuldigung, ja, aber ich werde schmutzig, und demgegenüber in einer ganz typischen kolonialen Position der Tim, der den Schwarzen hier schimpft, dass er nicht arbeiten möchte. Das war das erste Buch von Hervé, und als der Anwalt eben versucht, ein Anwalt versuchte, das Buch zu verklagen wegen Rassismus, wurde Hergé entschuldigt von den Richtern. Er hätte ja nicht zum Rassenhass aufstacheln wollen, sondern es sei eben ein Bild der damaligen Zeit und die Bösen in dem Band seien ja eigentlich die Weißen. Das ist schon so ein naives Verständnis vom Rassismus, das seine Ausbreitung und sein Fortleben ebenso Vorschub leistet wie das naive Bild vom Antisemitismus als Bekenntnis Antisemitismus. Man nimmt an, nämlich, dass der Rassismus nach wie vor ein Bekenntnisrassismus sei, dass er sich offen dazu bekennen müsse, zu einer Rassentheorie, zu Gobineau, und dass es mit einem bloßen Bekenntnis, nicht rassistisch zu sein, getan sei. Also, dass es keinen symbolischen, keinen unbewussten Rassismus gebe. Genau das Gleiche hatten wir mit der Etablierung eines kritischen Begriffs vom sekundären Antisemitismus, der immer noch umstritten ist, der auch gerichtlich nach wie vor geleugnet wird, in mehreren Urteilen, die eben Antisemiten von dem Vorwurf freisprechen, die Antisemitismus als Schimpfwort einstufen. Da laufen eben Prozesse synchron ab zwischen Antisemitismus und Rassismus. Nochmal zusammenfassend, einfach für diese Dimension, ungefähr 50 Millionen Tote haben wir geschichtlich durch die Sklaverei in Afrika alleine, inklusive der angeschlossenen Raubzüge, Epidemien und Hungersnöte, die rassistisch intendiert waren und nicht allein natürlich. Und wir haben natürlich ein kulturelles und ökonomisches Sediment, das bis heute wirksam ist. Kulturell, ich hatte einige Beispiele genannt, ich werde noch weitere nennen. Ökonomisch, wir haben eine Weltordnung, ein Weltwirtschaftssystem, in dem durch das Eigentumsrecht, was als heiligstes der bürgerlichen Produktionsweise verteidigt wird, durch das Eigentums- und Erbrecht eben das weiter ein rassisiertes bleiben wird. Dadurch, dass es über Jahrhunderte so erzwungen wurde, dass Schwarze eben in die, zunächst eben als Sklaven besitzlos gehalten wurden und dann in den Slums weiterlebten, als auch eben auf dem afrikanischen Kontinent, der über Jahrhunderte hinweg ausgeplündert und dezimiert wurde, eben auch heute noch diese ökonomischen Folgen spürbar sind. Das meint Marx mit dem Problem der primitiven Akkumulation.
und der bürgerlichen Ideologie, die daran angeschlossen ist. Bürgerliche Ideologie rechtfertigt sich ein einmal eingeschliffenes Besitzverhältnis durch Fleiß und Glück. Also, naja, nicht durch Glück, sondern Gottgefälligkeit. Fleiß und Frömmigkeit. Während eben die Armen notorisch faul oder eben von Gott verachtet würden. Das ist das Herzstück bürgerlicher Ideologie, eine Legitimation eines Besitzverhältnisses durch Idealisierung der eigenen Vergangenheit, durch Zensur der historischen Gewalt. Im Kapital haben wir diese Seiten um Seite 800 herum, dieses lange Kapitel, in dem er diesen Prozess beschreibt, wie diese ursprüngliche oder primitive Akkumulation stattfindet, nämlich durch eine systematische Ermordung, Vertreibung von Bauern von ihrem Land, sodass sie dann als besitzloses Proletariat in die Städte ziehen und dort eben willig sind, in den Fabriken jedwede Arbeiten aus freien Stücken, nämlich aus Hunger heraus, zu vollziehen. Marx spottet eben über dieses Verhältnis, auch über die Vorstellung, es könne jeder vom, wie man heute sagt, vom Tellerwäscher zum Millionär werden, durch eigenen Fleiß und durch Anstrengung, und beharrt eben darauf, dass sich an diesen Verhältnissen, wenn sie einmal sich eingeschliffen haben, nichts ändern werden, wenn nicht eine ganze Klasse, nämlich das Proletariat, sich organisiert und dieses Verhältnis umstürzt. Und das bedeutet, sich die Produktionsmittel anzueignen. Nichts anderes haben wir mit der globalen rassisierten Ökonomie. Wir haben ganze Gesellschaften, die historisch enteignet und beraubt wurden über Jahrhunderte hinweg, die von einem Kontinent auf den anderen verfrachtet wurden. 3 von 4 Bewohnern der neuen Welt wurden mit Gewalt dorthin gebracht, also gegen den eigenen Willen. Und dieses Verhältnis wird sich durch kleinere Krisen, durch die Stratifikation der bürgerlichen Gesellschaft, also durch die Möglichkeit von einzelnen Individuen, die zwar gegeben ist, durchaus aufzusteigen. Auch einzelne schwarze Individuen können aufsteigen. Auch in den afrikanischen Gesellschaften gibt es Bourgeoisien, unbestritten. Aber als Gesamtes wird sich dieses Verhältnis nicht so schnell ändern. Wird es beibehalten werden, was aus dieser rassisierten Ökonomie zwangsläufig einen rassisierten globalen Klassenkampf macht, den man dann aus der Perspektive einer bürgerlichen Ideologie zu rationalisieren versucht, nämlich mit der Option von Entwicklungspolitik. Ja, die schwarzen Staaten, die müssten sich ja nur entwickeln. Und wenn das nicht klappt, naja, dann sind sie irgendwie eben doch selbst schuld, zu korrupt und so weiter. Also diese Rationalisierungsinstanzen erstmal zu entlarven und tatsächlich darauf zu beharren, dass hier ein gewaltförmiger Akkumulationsprozess, eine primitive Akkumulation stattgefunden hat und dass diese Rationalisierungsstrategien ganz klassisch sind, bekannt sind, bei Marx bekannt sind als Rationalisierungsstrategien bürgerlicher Ideologie. Darauf zu reflektieren, würde ich doch zur Grundbedingung von Emanzipation erklären wollen. Ebenso die Reflexion darauf, dass dieser Befreiungskampf durchaus nicht, wie später noch behauptet werden wird, von gönnerhaft von weißen Philanthropen durchgesetzt wurde, sondern durch die Widerstandsbewegungen von Schwarzen über Jahrhunderte hinweg. Diese Widerstandsbewegungen von Schwarzen hatten eine Dialektik zur Folge, nämlich aggressive Abwehrtendenzen durch Weiße, unter anderem durch den Ku Klux Klan, der zwischen 1889 und 1940 insgesamt 3.833 Menschen lynchte. Es gibt umfassendes Bildmaterial darüber, Postkarten, die man sich fröhlich verschickte von gehängten Menschen, brutal verstümmelten Menschen, die man sich so als Grußkarten schickte, zur Erbauung. 90% dieser Morde fanden in den Südstaaten statt und 4/5 dieser Opfer waren Afroamerikaner. Sehr, sehr häufig war die Begründung eine sexuelle und keine ökonomische, nämlich, dass schwarze Männer weiße Frauen lüstern begehrt, angesprochen, angestarrt oder in irgendeiner Weise sexuell belästigt hätten.
dieses rassistische Verhältnis, diese Erfahrung mit Gewalt zur Unterdrückung von Schwarzen, zur Fernhaltung ihrer endgültigen Emanzipation als wirklich gleichgestellte Bürger, wirkte natürlich auch in den staatlichen Apparat hinein, trotz aller Änderungen von Gesetzen, sodass zwischen 1967 und 1970 um die 40 Mitglieder der radikalen Black Panther Party getötet wurden und über 85 in Auseinandersetzungen oder Überfällen schwer verletzt wurden. Fanon erklärt sich diese Tendenz, diesen Schritt von der Diskriminierung zum Lynchen mit dem folgenden Satz: Hate is not inborn, it has to be constantly cultivated, to be brought into being in conflict with more or less reorganized guilt complexes. Hate demands existence, and he who hates has to show his hate in appropriate actions and behavior. In a sense, he has to become hate. That is why the Americans have substituted discriminations for linking. Jetzt weckte der Rassismus nicht nur die Widerstandsbewegungen von Schwarzen, an denen auch Weiße teilnahmen, unter anderem eben John Brown aus dem berühmten Lied John Brown's Body, was zur Hymne der Nordstaaten wurde, eben ein Guerillakämpfer, der mit schwarzen Sklaven, mit befreiten schwarzen Sklaven gegen die Sklaverei kämpfte. Neben diesem aktiven Widerstand gab es, ja, ich möchte nicht sagen immer, aber es gab lange schon eine kritische Theorie des Rassismus, eine Opposition zum Rassismus, und es gab mit der kritischen Theorie auch früh eine Beschäftigung mit dem Rassismus, auch wenn da der Rassismus in den 1930er, 1940er Jahren noch primär, weil das war er damals in Europa primär aus der Perspektive des Antisemitismus betrachtet wurde. Heute gerät das oft in Vergessenheit, dass der Antisemitismus dass ein Großteil der wissenschaftlichen Rassentheorie, der sogenannten wissenschaftlichen Rassentheorie, sich mit der Einordnung von Juden aufhält und explizit antisemitisch motiviert war und teilweise weniger mit der Klassifizierung von Schwarzen, aber durchaus von Beginn auch. Adorno, Horkheimer bezeichnen das Konzept der Rasse als Rückfall in die bare Unterdrückung. Zitat: Rasse ist nicht, wie die Völkischen es wollen, unmittelbar das naturhaft Besondere. Vielmehr ist die Reduktion aufs Naturhafte, auf bloße Gewalt, die verstockte Partikularität, die im Bestehenden gerade das Allgemeine ist. Rasse heute ist die Selbstbehauptung des bürgerlichen Individuums, integriert im barbarischen Kollektiv. Das Interessante ist an dieser Passage, dass Adorno, Horkheimer gar nicht erst versuchen zu sagen, na ja, gut, Schwarze sehen ja anders aus, also vielleicht hat der Rassismus da irgendwo einen naturhaften Ursprung oder so etwas wie eine Selbstverständlichkeit, ein Argument, das heute oft geführt wird, sondern dass sie von Beginn an den Begriff der Rasse durch die Perspektive des Antisemitismus betrachten und dadurch ganz präzise schon erkennen, dass es eine völlig künstliche Kategorie ist und übertragbar dann eben auch auf Schwarze, dass es auch da eine künstliche Kategorie ist. Wir haben auch Passagen in der Dialektik der Aufklärung, die heute meines Erachtens fehlgelesen werden oder die zu kurz geraten sind. Zitat: Den Arbeitern, auf die es zuletzt freilich abgesehen ist, denen sagt es aus guten Gründen keiner ins Gesicht. Die Neger will man dort halten, wo sie hingehören. Von den Juden aber soll die Erde gereinigt werden. Und im Herzen aller prospektiven Faschisten aller Länder findet der Ruf, sie wie Ungeziefer zu vertilgen, Widerhall. Diesen Satz hat man häufig missverstanden als Anweisung zur Hierarchisierung. Der Antisemitismus ist eben genozidal und der Rassismus, der antischwarze Rassismus oder Nekrophobie, wie er von sehr sinnig von einigen genannt wird, auch hier in einem Dossier, das hier ausgelegt wurde. Ich finde diesen Begriff sehr sinnig. Dass das eben weniger drastisch gravierend, weniger genozidal sei, das ist Unfug. Man wird selten natürlich Aufrufe finden, alle Menschen mit dunkler Hautfarbe zu vernichten. Und das ist eben angesichts der Zahl auch ein
ein in Anführungsstrichen unrealistischeres Projekt gewesen als der Rassenantisemitismus, der eine relativ kleine Minorität im eigenen Land sich wählte. Nichtsdestotrotz hatte ich ja schon die Dimension angedeutet, 50 Millionen Tote auf dem afrikanischen Kontinent, weitere Millionen an südamerikanischen und im nordamerikanischen Kontinenten, nicht zu vergessen Australien, insbesondere Tasmanien, wo die gesamte, man nennt das Urbevölkerung, also die gesamten Ureinwohner systematisch ausgelöscht wurden, also in einem Genozid. Also partikulare Gruppen wurden sehr, sehr häufig und systematisch genozidal auch verfolgt. Das heißt, der Rassismus eignete sich zum Genozid ebenso gut wie der Antisemitismus. Und auch am Antisemitismus haben wir ganz klar die Abwehrreaktion als Genozidale gegen die Emanzipationsbestrebungen. Immer wenn Juden auch in der christlichen Welt, in der vormodernen Welt, auch in der islamischen Welt, wenn sie eben nach oben kamen, wenn sie besondere Stellungen einnahmen, dann wuchs der Antisemitismus eben in sadistische an, und genau das Gleiche findet beim Rassismus auch statt. Es soll eben Besitzstandwahrung betrieben werden. Ich möchte schwer empfehlen George L. Mosses Geschichte des Rassismus in Europa, auch wenn sie teilweise sehr schwer zu lesen ist, sehr materialreich ist. George L. Mosse beschreibt verschiedene Theoriestränge des Rassismus und geht damit weit über das hinaus, was heute mitunter ganz simpel als Geschichte des Rassismus eben vom Limpieza del Sangre über Gobineau zu den Nazis, Jim Crow und so weiter geführt wird, sondern er geht tatsächlich in diese philosophischen Wurzeln hinein und findet sie unter anderem im Pietismus, aber auch im Ideal, im Schönheitsideal der Klassik. Später dann im 19. Jahrhundert vor allem benennt er drei Theoriestränge, die zusammenkommen zum wissenschaftlichen Rassismus, nämlich die Rassenbiologie aus Deutschland, die Anthropologie aus Frankreich, also etwas wie eine frühe Ethnologie, die sehr stark an Hierarchisierung und Entwicklung interessiert war, und die Eugenik aus England, also die Vorstellung, einen in Anführungsstrichen Volkskörper gesund zu halten. Das alles führt zum Erfolg des wissenschaftlichen Rassismus im 20. Jahrhundert, nicht etwa im 18. Jahrhundert oder zur Zeit der Sklaverei. Mosse schreibt, man verwandelte das Abstraktum in das Konkrete, indem man einen inneren Bereich der erfassbaren Welt zueinander in Beziehung setzte. Hier liefen Aufklärung und Pietismus ineinander über. Die Ergebnisse der neuen Wissenschaften wurden ebenso übernommen wie das Ideal der klassischen Schönheit. Diese wurde als Symbol eines geziemend funktionierenden Geistes betrachtet, der nicht im vernunftmäßigen Verstehen, sondern in der Gefühlswelt christlichen Glaubens und Patriotismus verwurzelt war. Der Rassismus ist eben keine einfache Theorie, sondern, wie Mosse das beschreibt, eine hochgradig widersprüchliche Theorie. Mosse beschreibt auch kurios humanistische Wendungen rassistischer Theorie. Also Rassisten, die sehr stark auf Differenz setzen, aber das ganze Gewaltgeschehen rigide ablehnen. Er beschreibt umgekehrt Menschen, die gar nicht so sehr rassistisch argumentieren, aber auf eine sehr zynische Weise dieses rassistische System aufrechterhalten. Also ein kurioses Durcheinander, dass es erschwert, hier eine eindeutige Ideengeschichte vorzunehmen. Das Kernelement des Rassismus, aber die Naturalisierung, das setzt sich kulturell fort. Nur ein Beispiel dafür nochmal, The Green Mile, ein Film, der unter dem Radar der Rassismuskritik verlief, obwohl er wie kein zweiter populärer Film dieses Verhältnis abbildet. Ich hatte versucht, hier das in diesem Screenshot abzubilden. Die Naturalisierung des Schwarzen, seine Biologisierung, alles an ihm ist Biologie. Dieser John Coffin, er wird dargestellt als ein überstarker, mit überproportionalen Muskeln und Brustkorb ausgestattetes
Riesenbaby, das kaum einen klaren Satz zustande bringt, das regelrecht infantil wirkt. Es wird in einer Rezension beschrieben, er wirke ein wenig geistig behindert, er sei ohne Intellekt, aber eben mit Herz und Kraft. Das ist nichts anderes als die Idealisierung des guten Sklaven in der Jim Crow-Ära, des guten Schwarzen. Der schwarze Arbeiter, genügsam, treu und fromm, stark wie ein Bär und neben ihm eben der weiße Master. Etwas schwächlich vielleicht, aber von hervorragender Brillanz und eben geeignet, die Kräfte des Schwarzen zum Guten einzusetzen, auch zum für ihn Guten. Der Film beinhaltet auch die alte Angst der Weißen vor der afrikanischen Hexerei. Nicht wahr? Ich habe selbst darüber promoviert, über afrikanische Hexereivorstellungen. Es ist auf dem afrikanischen Kontinent verbreitet, die Vorstellung und die Angst vor Hexerei. Aber genauso lässt sich nachweisen, dass die Weißen sehr früh sich beeindrucken ließen von Ritualmagie und sehr früh eben die Angst hegten vor schwarzer Hexerei. Und das wird in dem Film noch einmal kultiviert. Die Angst vor dem schwarzen Voodoo. Interessanterweise reinszeniert wird in dieser Angst eben die Erfahrung des Sklavenaufstandes auf Haiti, als Schwarze sich nicht nur eine eigene Religion, eben den Voodoo, erfanden, sondern eben auch erfolgreich den ersten freien schwarzen Staat der Geschichte ausriefen. Wie gesagt, der Weiße wendet dann diese Magie klug an, eben um seine krebskranke Frau zu heilen. Er erhält zur Belohnung dafür noch seine Potenz zurück. Und obwohl er sich eines widerwärtigen Verbrechens schuldig macht, nämlich diesen Schwarzen wieder besseres Wissen, obwohl er weiß, dass er unschuldig ist, hinzurichten, also ein Verbrecher ist, steht er im Film als der Gute da, wird vom Film belohnt mit einem langen Leben geht eben als der Gute aus der Geschichte, weil man an diesem Film angeblich etwas über den Zynismus der Todesstrafe lernt. Meines Erachtens war der Film sehr viel erfolgreicher, damit eben dieses rassistische Bild noch einmal Leuten unterzujubeln, ohne dass es größere Gegenwehr gab. Es gibt diese Gegenwehr vor allem auf Blogs von Afroamerikanern, die das sehr früh erkannt haben und sich dagegen gewehrt haben. So, noch einmal kehre ich zurück zu dieser Parallele. Nach dem Holocaust haben wir einen sekundären Antisemitismus, der primär Schuld abwehrt, der noch einmal die Opfer zu vernichten versucht und sei es durch Stellvertreter wie die Hamas, um nicht daran erinnert zu werden, der Friedhöfe von Juden zerstört, um nicht daran erinnert zu werden an die eigene Schuld. Und das Ganze kondensiert eben im israelbezogenen Antisemitismus, ein Begriff, der bis heute auch in der Wissenschaft zutiefst abgewehrt wird, dass es das überhaupt gäbe. Parallel dazu, mit dem Ende der Segregation und dem späten Ende der Apartheid in Südafrika, einen sekundären Rassismus natürlich, wie gesagt, er ist immer schon sekundär. Also ein Rassismus, der sich sowohl äußert in kultureller Form als ein Set von Stereotypen, von Projektionsformen, von ganz tief eingeschliffenen mikrologischen Reaktionsweisen auf dunkle Hautfarbe, die sich in einer Mikrosekunde von erstem Erkennen äußern können, die für Menschen mit dunklerer Hautfarbe dann sehr wohl sichtbar wird in der Serialität, die sich aber auch in einem völlig unverschämten rassistischen Beleidigung äußern können, wie sie Menschen mit dunkler Hautfarbe sehr, sehr häufig erfahren und seriell erfahren. Es äußert sich aber ebenso als parallel zum nicht-antisemitischen Antisemitismus, als nicht-rassistischer Rassismus, nämlich auf der Grundlage einer Beibehaltung, aggressiven Beibehaltung oder auf einer Exkulpation einer einmal durch Gewalt rassisierten Ökonomie. Dass man achselzuckend so tut, als sei das eben nun mal zufällig so entstanden, als hätte man nichts damit zu tun, dass der afrikanische Kontinent verarmt ist und der Weiße eben zufällig als der Reichste weltweit dasteht und als könne man das eben unter den Teppich kehren, diese Geschichte der primitiven Akkumulation.
Darüber hinaus aber, über diese ökonomische Dimension, gibt es eine sexuelle Dimension, die freilich an archaische Symbolisierungen rührt, in denen dann man durchaus argumentieren kann, dass in der infantilen Sexualität sehr früh mit der analen Phase der dunkle Kot oder auch die Nacht, dass da Dunkelheit mit Negativem gleichgesetzt wird, während eben Helligkeit, Tag, Licht mit Positivem gleichgesetzt wird. Und dass dadurch eben bestimmte Aspekte von Farbenwelten mit einer sexuellen Energie besetzt werden. Und dass diese sexuelle Energie sehr früh in einer rassistischen Konstellation zu Neurosen führt, nämlich zu Abwehrneurosen, das sexuelle Begehren abzuwehren oder aber auch die Ängste in irgendeiner Weise zu rationalisieren und den anderen fürchten zu machen für das, was man selbst irrationalerweise fürchtet. Karl Kraus beobachtete das 1913, Zitat, der Neger macht sich dadurch auffällig, dass der Weiße unruhig wird. Karl Kraus beschreibt in dieser Passage sehr, sehr luzide, wie das Wort Neger von Weißen verwendet wird, aber auch wie versatil es verwendet wird, wie Ersatzbegriffe schon verwendet werden, wie Ashanti, das ist eine, man würde sagen, eine ethnische Gruppe aus Ghana, als pejorative Bezeichnung für einen Schwarzen, der überall auffällt, der von Weißen auf eine komische Weise, also für die Weißen komische Weise, identifiziert wird. Karl Kraus macht sich sehr schön darüber lustig. Ich empfehle das Stück. Es ist in dem Buch Untergang der Welt durch schwarze Magie enthalten. Wir können aus einer ideologiekritischen Perspektive, die die Psychoanalyse mit in die Reflexion aufnimmt, den Rassismus verstehen, diese Unruhe verstehen als projizierte und am fremden Objekt ausgelebte Kastrationsangst. Der Rassismus sorgt primär für die Erleichterung, dass mit anderen geschieht, was am eigenen befürchtet wird. Diese Erleichterung und Entspannung verschafft Lust durch Unlust des anderen. Das entspricht einer Passage bei Adorno aus den Studien zum autoritären Charakter über die pathische Projektion und über diesen projektiven Charakter. At the same time, however, it was considered that economic motives in the individual may not have the dominant and crucial role that is often ascribed to them. Also die Ökonomie spielt gar nicht so eine große nachweisbare Rolle. Indeed, it is with a sense of relief today that one is assured that a group conflict is merely a clash of economic interest, that each side is merely out to do the other. Also dass sie kritisieren schon eine Haltung, jeden Konflikt auf die Ökonomie herabzubrechen, eine Haltung, wie sie insbesondere unter Marxisten üblich war, also alles auf die Ökonomie zurückzuführen. And not a struggle in which deep-lying emotional drive have been let loose. Das ist eben das Fazit. Es sind da Triebenergien, sexuelle Energien beteiligt, die losgelassen wurden, denen man freien Lauf gelassen hat, denen Gesellschaft erlaubte, freien Lauf zu nehmen. Wenn wir den Rassismus als eine sexuelle Betätigung, als eine Perversion wahrnehmen, als eine projektive sexuelle Betätigung, dann müssen wir annehmen, dass sobald diese sexuelle Betätigung mit einer Strafangst belegt wird, also mit einer Kastrationsangst, und das wird sie eben nach der Niederlage der Nazis zum Beispiel, ebenso wie nach der Niederlage eben der Weißen in Südafrika, wie auch in Nordamerika. Also nachdem das mit Strafangst belegt wird, wird das Bekenntnis zu dieser Perversion, eben dem Antisemitismus oder dem Rassismus, ebenso unwahrscheinlich. Er wird gleichermaßen unwahrscheinlich. Beide. Wir können nicht annehmen, dass es einen bewussten Rassismus zwangsläufig gibt oder einen bewussten Antisemitismus. Wir müssen zwangsläufig uns auf die Ebene des Unbewussten begeben, um Rassismus nachzuweisen und zu erklären. Und das führt uns natürlich auch dazu, dass wir annehmen müssen, dass wir selbst, dass jeder von uns selbst in sich antisemitische oder rassistische Stereotypie in sich trägt,
dass sie in einem fortwirken. Das führt auch zu der allergischen Abwehr, diese Stereotypie überhaupt zu erwähnen, sie überhaupt kritisch zu erwähnen, am Beispiel des N-Wortes. Meines Erachtens führt aber diese Verdrängung aus dem Diskurs nicht dazu, dass wirklich die Wirkungsweisen sichtbar werden, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, sondern eben nur zu einem euphemistischen Beschönigen von kritischen Darstellungen. Wir haben in der kritischen Theorie des Rassismus, zu der ich auch Texte von Stuart Hall zähle, auch wenn er selbst nicht zur kritischen Theorie gerechnet werden kann, insbesondere seinen Text Spektakel des Anderen, den ich sehr empfehlen möchte, als Grundlagenlektüre zum Rassismus und zur Stereotypie. Wir haben in diesen Texten nirgends einen Anhaltspunkt, dass es leicht wäre, auf einer als bewussten Akt diesen Rassismus zu überwinden, sondern alles liegt eben nahe, wie hartnäckig, wie tiefgründig diese Stereotypie ist, sodass Adorno und interessanterweise auch Stuart Hall gleichermaßen mit dem Fetischismus liebäugeln als eine Form von Persiflage, die einen Ausweg eröffne, einen Reflexionsmodus mit diesen Stereotypisierungen umzugehen. Man muss das nicht zwangsläufig ernst nehmen oder befürworten, aber ich finde es äußerst interessant, dass beide auf einem unterschiedlichen Wege zu einem versöhnlichen Blick auf den Fetischismus kommen. Ich überspringe das, die Legitimation dessen, und gehe gleich zu einer kulturellen Form dieses Fetischismus, nämlich der Interracial Pornography, die zur Zeit unter dem Label Blacked nochmal eine Renaissance feiert, eine veredelte, ästhetisch veredelte Renaissance. Man kann genauso gut diese Form Blacked White nennen, weil eben stets dieses dialektische Verhältnis darin enthalten wird, sowohl als ironisches, hintertriebenes, als auch als bestätigtes Machtverhältnis, nämlich dass Weiße durch den genitalen Akt am Schwarzen teilhaben, wie Frauen durch den genitalen Akt am Mannsein teilhaben können und umgekehrt, dass wir hier ein dialektisches Verhältnis haben. Und sowohl ein Triumph eben über die Überwindung, die historische Überwindung dieses Inzest-Tabus, das Weiße in die Außenwelt projizierten als Tabu zwischen den Menschen unterschiedlicher Hautfarben, sich eben in einem genitalen, versöhnlichen Akt zu vereinigen. Dieses Tabu wurde in einigen Staaten sehr spät abgeschafft, sodass bis heute die Interracial-Pornografie einen gewissen Triumph beinhaltet über dieses Verbot und zwangsläufig so etwas wie eine ironische oder spöttische oder man kann fast sagen einen revolutionären Gehalt hat. Wobei ich mich bei Kulturformen immer dagegen aussprechen würde, hier tatsächlich das Wort revolutionär allzu ernst zu nehmen. Es wird zwangsläufig Kulturindustrie. Ich fasse zusammen einfach, diese Interracial Pornography ist immer ein bisschen rassistisch, weil sie eben fetischisiert, sowohl weiße Frauen als auch schwarze Männer, als auch umgekehrt. Sie inszeniert rassistische Spektakel neu, hinterfragt sie oft subtil, aber manchmal oder sehr häufig affirmiert sie sie auch, affirmiert auch Sklavenakten als eben fetischistischen Akt. Und sie ist aber eben zugleich unabtrennbar auch immer ein bisschen eine antirassistische Orgie, ein in Realität übersetzter Traum von einer nicht rassistischen Welt, in dem eben das Grundlegendste erstmal hergestellt ist, nämlich das Verbot des Geschlechtsverkehrs zwischen Weißen und Schwarzen. Fanon ist sich dieses Verbots äußerst bewusst. Es ist eines, neben eben dem Bedürfnis nach weißer Hautfarbe, eines seiner Kernprobleme. Warum streben schwarze Frauen, die er in Martinique beobachtet, danach einen weißen Mann zu bekommen, verachten schwarze Männer, reden ihre Fähigkeiten im rassistischen Duktus klein und streben danach eben sich selbst und im weiteren Zuge ihre gesamte, Zitat, Rasse, wie Fanon das hier nennt, weiß zu machen. Fanon generell kann man in zwei Werke teilen, nämlich
Black Skin, White Masks, ein geniales Frühwerk, eine Psychoanalyse des Rassismus, eine dialektische Psychoanalyse und ein Spätwerk, nämlich Die Verdammten dieser Erde, das aus der Erfahrung von serieller Folter durch einen demokratischen Staat, nämlich Frankreich, hervorgeht, dass eine gewisse Verzweiflung auch enthält, dass die eigene Verstümmelung mit aufnimmt, eben durch das Verletztwerden in diesem Krieg und entsprechend zu einer gewissen Radikalität schreitet, die in Black Skin, White Masks anders angedeutet ist. Er verwirft das weiße Subjekt als Ziel einer antirassistischen Praxis. Er sagt zwar, dass er gerne hätte, dass die Weißen auch befreit würden von diesem Verhältnis, aber primär ist sein Problem, was stellt der Rassismus mit den Opfern an? Nicht als Unterdrückte, sondern also zwischen Herr und Knecht, sondern im Zuge dessen, dass sie das Gewaltverhältnis internalisieren. Wie macht er die Opfer selbst zu Beschädigten? Und wie kann er sie daraus befreien? Er kommt zu dem marxistischen Schluss, dass diese Befreiung nur gelingen kann durch einen gewaltsamen Akt, durch die Abschaffung des Kolonialismus, dieses kolonialen Verhältnisses. Und dahingehend ist der Schluss der postkolonialen Theorie, dass eben mit dem Ende des Kolonialismus noch lange nicht die ererbte rassisierte Ökonomie verschwunden sei. Damit ist er grundsätzlich erst einmal richtig und muss Grundlage einer Analyse der modernen Verhältnisse sein, der postkolonialen Verhältnisse. Soweit dazu diese Grundbeobachtung, die ist erstmal anzuerkennen, wenn man, wie ich das jetzt im weiteren Verlauf machen werde, zu einer Kritik an falschen Formen des Antirassismus schreiten möchte. Noch ein Fanon-Zitat. If there is an inferiority complex, it is the outcome of a double process, primarily economic. Also Fanon spricht hier in den Opfern primär die Erfahrung von ökonomischer Beraubung an. Subsequently, the internalization or better the epidemialization of this inferiority. Dass diese Unterwerfung, die sich primär ökonomisch äußert, dann im Versuch äußert, die eigene Hautfarbe abzuschaffen, weiß zu werden und Schwarze und das eigene Schwarzsein zu hassen. Das ist ein Hauptproblem. Die Schwarzen müssen aufhören, sich selbst zu hassen. Die Weißen sind ihm relativ egal. Die werden in irgendeiner Weise nur durch die Befreiung der Schwarzen, die aktive Befreiung der Schwarzen von diesem rassistischen System mitbefreit werden von Rassismus, der sie selbst beschädigt. Aber sie können nicht diese Befreiung gewähren als ein Akt der Willkür. Fanon wehrt sich aber intensiv auch gegen die essentialistische Glorifizierung und Romantisierung von Schwarzen. To us, the man who adores the Negro is as sick as the man who abominates him. Conversely, the black man who wants to turn his race white is as miserable as he who preaches hatred for the whites. Also ihm schwebt tatsächlich ein Jenseitiges vor, das auf der Grundlage der Abschaffung dieses Gewaltverhältnisses aufruht. Ethnologische Arbeiten, die ich empfehlen möchte, um diesen Komplex mit Material anzureichern, diesen gesamten Komplex, ist Fritz Kramer, die Schriften zur Ethnologie. Darin zahlreiche Artikel, unter anderem über afrikanische Darstellungen von Weißen, von Fremden, über Fremderfahrung, über Mimesis. Das Buch von Michael Taussig, leider ein rabiater Antizionist geworden, oder war es schon immer, trotzdem einer der besten Adepten kritischer Theorie in der amerikanischen Ethnologie mit seinem Buch Mimesis und Alterität. Er beschreibt, wie Weiße ihre Macht inszenieren durch Technologie und Angleichung provozieren, Schreckreaktionen provozieren. Ich möchte auch empfehlen von Hodgins, Powdermaker, Stranger and Friend, The Way of an Anthropologist. In einem Teil darin beschreibt sie ihre anthropologische Tätigkeit in einer schwarzen Gesellschaft, Gemeinde der Südstaaten. Oder eben von Albert Memmi, die Einführung zum Rassismus. Wie gesagt, auch George Almosse möchte ich als Grundlagenliteratur empfehlen. Auch Stuart Toll, Spektakel des anderen. Falscher Antirassismus. Wie jede, wirklich jede
Befreiungsbewegung oder Emanzipationsbewegung bringt natürlich der Antirassismus falsche Blüten hervor. Die Frage muss immer sein, sind diese freiwillig, sind diese ohne Not entstanden? Unter welchen äußeren Zwängen sind sie entstanden? Und was ist daran konkret haftbar zu machen? Eine Quelle eines falschen Rassismusbegriffes haben wir in Claude Lévi-Strauss Auftragsarbeit für die UNESCO, die weite Verbreitung gefunden hat, Rasse und Geschichte. Ein schlechtes Buch, durchweg, also ich finde auch Claude Lévi-Strauss insgesamt schlechtes Buch, ansonsten ein lesenswerter Autor. Er dampft den Begriff des Rassismus im Wesentlichen auf eine Form von Kulturfeindlichkeit ein, also als eine Abwehr anderer Kulturen. Der Holocaust wird von ihm explizit trivialisiert in Traurige Tropen, einem anderen Buch, als Ergebnis von Überbevölkerung, wie es sie auch, wie Lévi-Strauss das nahelegt, in Indien gäbe. Also Rassismus sei lediglich Ethnozentrismus und als Alternative dazu schlägt er eine Form von Ethnopluralismus vor, in der es ein Optimum an Verschiedenheit gäbe, das irgendwie weder unter noch überschritten werden dürfe. Das bleibt alles ganz schwammig bei ihm, ohne irgendwie Material oder Spezifik. Wertung wird automatisch zum Problem, denn ein Barbar, zitiere ich ihn, ist ja vor allem derjenige, der an die Barbarei glaubt. Zitat Ende. Ja, das macht genau diesen Kulturalismus dann aus, wie er später populär wird, dass jeder, der über einen Zustand ein Bedenken erhebt, Kritik daran erhebt, der das in irgendeiner Weise Barbarei nennt, dass der selbst sich schuldig mache der Barbarei, dass er selbst schon in das koloniale Muster verfalle, eben die anderen nur deshalb abzuwerten oder zu kritisieren, um ihnen Schlimmeres anzutun. Also es ist sozusagen das Ende in Humanismus. Wir haben gleich noch ein Beispiel dafür. Irgendwie schlägt er vor, dass internationale Institutionen, also die United Nations, der, Zitat, schweren Verantwortung gerecht werden müssten, dass die toten Unterschiede, die wertlosen Rückstände von Arten der Zusammenarbeit, deren Vorhandensein im Zustand verfaulter Rudimente eine ständige Infektionsgefahr für den internationalen Körper darstellen, so wenig schmerzhaft und gefährlich wie möglich absterben. Sie müssen beschneiden, notfalls amputieren und das Entstehen anderer Anpassungsformen fördern. Hier bleibt völlig unklar, was Lévi-Strauss für bekämpfenswert erachtet. Man ahnt subtil, ja, dass es vielleicht um Rassismus geht oder wirklich um extreme Formen von Zurichtung, aber was er genau meint, ist völlig unklar und das macht eben diesen Duktus eines rassistischen Mediziners, das Wegschneiden verfaulter Rudimente oder ständiger Infektionsgefahr, macht das eben äußerst bedenklich und unklar, was er damit meint. In der Praxis hatten wir auch immer schon komische Formen des Antirassismus. Paradebeispiel dafür ist Blue Aid, eine Erfindung der weißen Amerikanerin Jane Elliott, eine Grundschullehrerin. Sie erfindet diesen Workshop in den 60ern als Reaktion auf das Attentat an Martin Luther King und lässt die Wut über dieses Attentat an ihren Drittklässlern aus, teilt sie in blauäugige und braunäugige Kinder ein und lässt sie eben einmal so richtig spüren, was Rassismus ist. Also lässt die braunäugigen zunächst die Braunäugigen, die Blauäugigen, nein, umgekehrt, zuerst die Blauäugigen, die Braunäugigen im ersten Experiment zurichten, stigmatisiert, aggressiv und sadistisch diese Kinder. In den Dokumenten ist ihr Sadismus lebhaft zu bezeugen, also ihr eigenes Beteiligtsein, ihre eigenen Rachegelüste. Ja, was soll das, irgendwie Drittklässlern den Rassismus spüren zu lassen? Mit der gleichen Argumentation kann man Kinder schlagen, um ihnen klarzumachen, wie schädlich Gewalt ist. Es ist nichts anderes als eine Rosskur vor dem Rassismus. Die Weißen spüren zu lassen, was Rassismus ist. Dieser Impuls ist zwar verständlich, aber ist natürlich aus einer pädagogischen Sicht grundfalsch. Und das Bemerkenswerte ist, dass Jane Elliott ihre Workshops zu einer regelrechten Industrie aufbauen konnte, dass heute Dependancen
nach einem bei ihr erworbenen Zertifikat in Deutschland aktiv sind, die dann 2.400 bis 3.900 Euro pro Workshop einsacken und einfach diesen Workshop, den ohnehin jeder kennt aus dem Film oder aus dem Schulunterricht, dann noch einmal reinszenieren. Also das Ganze zu einer Art Abenteuerspielplatz machen für weiße Mittelstands- oder Oberschichtsmenschen, auch einfache Arbeiter, die dann mal so richtig in 2 Stunden lernen sollen, was Rassismus ist, sich nicht weiter damit aufhalten müssen mit Geschichte oder mit Theorie und danach als geläuterte Antirassisten nach Hause gehen. Dass das nicht funktionieren kann, muss evident sein, dass diese Workshops überhaupt noch gebucht werden, unter anderem von Gemeinden wie der Gemeinde Aachen. Das sollte äußerste Besorgnis erwecken und gibt auch Auskunft über das Defizit an wirksamer Rassismuskritik, an lebendiger Rassismuskritik. Die Ausrottung von Stereotypen, ich sprach es schon an, stößt schon bei Hall und auch schon früher bei Adorno auf äußerstes Misstrauen. Bei Hall wird darauf beharrt, dass die rassistische Stereotypie, eben das Spektakel des anderen, jegliches Verhaltensweisen von Schwarzen erfasst. Eben nicht nur ein bestimmtes Verhaltensweisen karikiert, sondern dass der Schwarze letztendlich gar nicht anders kann, als sich stereotyp zu verhalten. Wenn er eben zum Beispiel den Kampf aufnimmt, dann gilt er als störrisch und barbarisch. Wenn er sich eben dem Kampf verweigert und in den passiven Widerstand geht, gilt er eben als feige und so weiter. Also es ist sozusagen kein Ausweg aus diesem Stereotypenkabinett möglich. Keiner, der gangbar wäre für Schwarze. Weshalb dann die Ausrottung eines Stereotyps sehr, sehr leicht zur Ausrottung der Stereotypisierten oder zum Schaden zumindest der Stereotypisierten selbst führt. Ich möchte als Beispiel dafür nur nennen, dass eines Schokoladenverkäufers auf dem Weihnachtsmarkt, ein reales Beispiel von einem weißen Studenten mir überliefert, der sagte, ja, er hätte das irgendwie ein bisschen rassistisch gefunden, dass da ein Schwarzer auf dem Weihnachtsmarkt Schokolade verkauft. Also ihn erweckte dieses Stereotyp, die Erfüllung dieses Stereotyps, das von dem sogenannten Sarotimor ja altbekannt ist oder in der Presse bekannt wurde, erweckte in ihm Unbehagen. Ja, was würde dazu führen, wenn man dieses Stereotyp nun also unsichtbar machen würde? Es würde dazu führen, dass dieser Mensch erstmal seinen für ihn vielleicht sehr wichtigen Job auf dem Weihnachtsmarkt verliert. Kurzum, das Schwarze, um das Stereotyp zu vermeiden, nicht als Schokoladenverkäufer oder generell in der Schokoladenindustrie angestellt würden. Es wäre die Auslöschung des Stereotyps zum Nachteil der Stereotypisierten. Ein Arbeiten an der Oberfläche. Das kann es, und darauf reflektiert Hall, so nicht geben. Wie Hall vorschlägt, kann es aber die Stereotypisierung und die Parodie geben gegen Narrative. Unter den falschen Antirassismus kann man auch früh schon fassen oder früh beobachten eine Neigung zum Antisemitismus. Wie schon der Rassismus Reaktion der weißen Proletarier, insbesondere des eingewanderten irischen Proletariats war, das sich selbst rassistisch unterdrückt sah von der weißen Mehrheit und dann eben in den Schwarzen einen Underdog sah, den es treten konnte. So fanden auch Schwarze auch in der Bürgerrechtsbewegung häufig zu Juden als ein Projektionsziel für das, was ihnen geschehen ist. Unter anderem eben in dem Mythologem, dass man auch bei Du Bois findet, dass Juden schlimmere Sklavenhalter gewesen seien als eben die Südstaaten, als die normalen, in Anführungsstrichen, Weißen. Man kann auch die Beteiligung von Black Panther-Aktivisten an antisemitischen Ausschreitungen beobachten, zum Beispiel zitiert nach Jean Amary, der ehrbare Antisemitismus, schreibt er, laufblasser Jude, schreiben die Black Panther-Männer an die Geschäfte und Häuser jüdischer Händler in Harlem und vergessen leichten Herzens die alte Allianz, die in den USA den Juden an den Neger kettete und die noch der mieseste bürgerlich-jüdische Händler nicht verriet. Das ist natürlich auch eine Idealisierung. Es mag auch jüdische Sklavenhalter gegeben haben, meinetwegen auch recht grausame. Aber es ist eben eine
antisemitische Projektionsleistung hier, den jüdischen Händler schlechthin auszumachen als Vertreter dieses Prinzips. Wir haben Extrembeispiele wie den Führer einer Sekte, Marcus Garvey, der dann auswanderte nach Jamaika, der ostentativ Adolf Hitler und Mussolini bewunderte. Auch Malcolm X lastete die Sklaverei den Juden an und äußerte sich bewundernd über Adolf Hitler. Stokely Carmichael, nein, Moment, das mit Malcolm X und Hitler ziehe ich zurück, das war Stokely Carmichael, sagt über Hitler, Zitat, "But if we are judging his genius objectively, we have to admit that the man was a genius." Also Stokely Carmichael äußert sich auch bewundernd über Hitler und sagt unter anderem, wie wir gleich sehen werden, dass nur ein toter Zionist ein guter Zionist ist. Oder heute haben wir eben in Arbeiten und in der Critical Whiteness Arbeiten von Claudia Brunner und Jasper Poir, die ja hinreichend durch die Szene zitiert wurden, in denen sie eben Selbstmordattentate in Israel glorifizieren. Wir haben Mischformen von Rassismus und Antisemitismus, merkwürdige, zum Beispiel in den Petersilienmassakern auf Haiti, in der Dominikanischen Republik heute, durch Trujillo, wer 1937 das Wort Perejil nicht mit dem rollenden R aussprechen konnte, wurde misshandelt oder getötet. 20.000 Tote gab es bei diesen Massakern. Wohlgemerkt waren die dieses Massaker ausübten, auch von dunkler Hautfarbe, aber es wurde da schon diese Hierarchie, die in den portugiesischen Kolonien früh eintrainiert wurde, schon ausgeübt, nämlich zwischen Mestizen, also zwischen Mischlingen aus Weißen und Schwarzen und den unterworfeneren Schwarzen. Trujillo installierte hellhäutigere Personen in höheren Ämtern, bot dann auch überraschenderweise 1938 50.000 bis 200.000 Juden Asyl an, was für kaum einen anderen Staat zu berichten wäre. Aber eben mit der rassistischen Absicht, die dominikanische Bevölkerung aufzuhellen. Bis heute werden Haitianer in der Dominikanischen Republik als Schwärzer diskriminiert. Komische Blüten des Antirassismus und des Rassismus gleichermaßen. Stokely Carmichael, von dem wir einen lesenswerten Text zum institutionellen Rassismus in dem Band Dialektik der Befreiung von Herbert Marcuse haben, schreibt eben, Judaism was given to the world by Africa. Der Judaismus ist gut. Zionismus does not come from Africa. Deshalb ist der Zionismus schlecht. A Jew would say the only Nazi is a dead Nazi. Und mit der gleichen Begründung, so ist Carmichael, würde man heute sagen, the only good Zionist is a dead Zionist. Zionism must be destroyed, so sein Schluss. Judaism must be respected. Der ganze Vortrag findet sich auf YouTube einsehbar in ganzer Länge. Man kann sich da seinen Duktus und die Wirkung auf seine Zuhörer vergegenwärtigen. Auch Angela Davis, die ja allen Recht oder mit allem Recht als Ikone der Bürgerrechtsbewegung gilt, ist mit wehenden Fahnen zum offenen Antisemitismus der BDS-Bewegung übergelaufen und feiert, dass auf südafrikanischen Universitäten israelische Professoren und Universitäten keinen Zutritt mehr haben. Sie feiert das als Anti-Apartheid-Politik in einer völligen Verkehrung dessen, was die Apartheid tatsächlich war. Das auf Israel zu übertragen, sollte gerade aus der Erfahrung der Apartheid heraus für äußerstes Misstrauen sorgen. Sodass es guten Grund gibt, eine antirassistische Bewegung, die zunächst einmal als Identitätspolitik oder mit diesem aktivistischen Gestus auftritt, auch darauf zu überprüfen, ob sie nicht wie so viele Befreiungsbewegungen, wie so viele sozialistische Bewegungen zunächst einmal reaktionäre Tendenzen oder Wendungen hat. Critical Whiteness hat ganz verschiedene Ursprünge, die oft im Nachhinein vereinnahmt werden, also die nicht darauf hinweisen in der Rassismustheorie, unter anderem bei William Dubois, bei James Baldwin, den der Aufruf zum Rassenverrat entnommen
ist. Der Aufruf zum Rassenverrat war in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung allerdings noch ein völlig anderer oder in der Zeit der Jim Crow-Ära. Er bedeutete, dass Weiße sich tatsächlich Lebensgefahr aussetzten, dass sie Schwarze versteckten, ihnen ermöglichten, von Staat zu fliehen und sich aktiv an der Bürgerrechtsbewegung beteiligten. Das meinte Rassenverrat in den Schriften der Bürgerrechtsbewegung. Heute wird das idealisiert als eine von 2 bis 3 Praktiken der Critical Whiteness, Standardpraktiken. Weiße sollten Rassenverrat begehen. Ja, wie sollen sie das begehen? Dafür gibt es dann vor allem ein Beispiel, dass ein Weißer, als er auf sein Weißsein im Laden angesprochen wird, weil er eine schwarze Zeitung, eine Zeitung von schwarzen Herausgebern kauft, im Laden darauf hingewiesen wird, dass das doch eine schwarze Zeitung sei und er solle doch die weiße kaufen. Da antwortet er dann, ja, aber er sei doch gar nicht weiß, obwohl er eben eine helle Hautfarbe hat. Das ist dann dieser revolutionäre Rassenverrat, um den es dann heute in der Critical Whiteness gehen soll. Und es ist auch in den Critical Whiteness Studies nicht unbemerkt geblieben, dass das irgendwo zu dünn ist, dass das als Praxis nicht hinreicht, dass das reichlich schwach auf der Brust bleibt an Praxis. Diese Critical Whiteness ist, das deutet sich schon an, keine einheitliche Bewegung, keine einheitliche Theorie, sondern ein offener Diskurs im Moment, in dem sich vieles im Streit befindet untereinander. Es gibt unterschiedliche Konzepte. Grundsätzlich richtig ist erst einmal, dass man die Macht des bürgerlichen Egoismus erkennt, seine Rationalisierungs sein Hang zur Rationalisierung der eigenen Besitzverhältnisse, seine Verdrängungsleistungen, wenn es darum geht, historische Gewalt oder auch seine projektive Gewalt zu leugnen. Aber auch den bürgerlichen Egoismus, der verunmöglicht, dass eine echte Solidarität entsteht, der so etwas wie Entwicklungshilfe hervorbringt, die letztlich meistens unter dem Primat durchgeführt wird, dass sie letztlich beiden hilft, nämlich unter dem Wort Entwicklungszusammenarbeit stattfinden soll. Also dass beide irgendwie sich helfen und letztlich läuft es darauf hinaus, dass in den afrikanischen Staaten der Brain Drain durch Entwicklungshilfe in Anführungsstrichen mit einer geringen Gegenbezahlung durch ein paar weiße Volontärs, die meistens nicht ausgebildet sind, ausgeglichen werden soll. Diese Entwicklungsideologie bleibt zwangsläufig punktuell. Ich verstehe es akustisch nicht. Können wir es hinten anstellen nochmal danach? Ich kläre es gerne nochmal. Genau. Critical Whiteness enthält auch eine gebotene Kritik mit dem Begriff der Cultural Appropriation. Eine gebotene Kritik an zynischer und geschichtsvergessener Einverleibung und Ausbeutung, zum Beispiel der Kunst von Besiegten und genozidal Verfolgten. Das an einem drastischen Beispiel, nämlich der Vereinnahmung der Figur des Indianers. Wir haben sehr früh die Zigarrenladen-Indianer, die vor Zigarrenläden aufgestellt wurden, schon im 16., 17. Jahrhundert, wurden Zigarren seitdem immer mit Indianern im vollen Federornat verkauft. Auch bis heute der Tabak American Spirit, aber auch diese Marke Broadway, die von einer weißen, in Anführungsstrichen Indianerin, mit Federschmuck geraucht wird, als Zeichen der konformistischen Revolte oder der Authentizität. Ebenso Mohawk Motor Oil, eine Motorölfirma, die mit dem Indianerkopf wirbt und da dieses Pure Pennsylvania Motor Oil verkauft, also diese Authentizität vermarktet. Das nimmt natürlich zynische Züge an, wenn man sich hier Features der gewaltsam Unterworfenen auf einmal aneignet, um Produkte zu verkaufen. Natürlich wurde diese gerechtfertigte Kritik auch pervertiert und immer weiter erweitert von Leuten, die auch innerhalb der Critical Whiteness dann eher als Karikatur des eigenen Zweckes erachtet werden, dass es dann nämlich zu so etwas wie einem Dreadlock-Verbot kommt, zu einem Kulturalismus.
in dem jede Kultur irgendwie ihre eigenen Merkmale hätte und sich nicht austauschen soll. Dass das irgendwo essentialistisch ist, ist auch den besseren Autoren der Critical Whiteness klar. Da ist dann der Hang entstanden in der Kritik, eben mit den Extremen gegen ein ganzes Feld von Theorien zu argumentieren. Und das ist meines Erachtens nicht zulässig. Davon sollte man die Finger lassen, mit Extremen zu arbeiten. Dem ist grundsätzlich Misstrauen entgegenzubringen, diesen Facebook-Meldungen, was die Critical Whiteness in den USA schon wieder anstellt und so. Auch wenn das sicherlich mit einem kritischen Blick darauf, mit einem prüfenden Blick durchaus erhellend sein kann, sich diese Realität von solchen Extremen zu vergegenwärtigen. Grundsätzlich ist anzuerkennen, dass der Gegenstand gerechtfertigt ist. Weißsein ist nun einmal ein soziokultureller Habitus. Es findet vieles im Unbewussten statt und muss bewusst gemacht werden. Dieses sozioökonomische Verhältnis als rassisierte Ökonomie besteht nun mal fort als in irgendeiner Weise postkoloniales Verhältnis. So, Critical Whiteness steht nun vor dem Paradox, dieses Weißsein sowohl abzuschaffen, also zu dekonstruieren, als auch es dann in der Analyse und Kritik zu verstärken, in dem Beharren darauf, dass Autoren doch bitteschön hinzuschreiben sollen, ob sie jetzt weiß oder schwarz oder sonstiger Hautfarbe sind, dass sie also gerade wiederum die Rassisierung verstärken oder das Interesse an Hautfarben verstärken. Also aus dieser Falle kommt Critical Whiteness nicht so leicht heraus und ist sich dessen aber auch bewusst. Es wird diskutiert. Ein Vorschlag ist eben eine Trennung in Critical Whiteness, also in Whiteness, in das biologische Weißsein und in Whiteliness als Verhaltensform, als Habitus. Und das macht dann durchaus vielleicht einigen Sinn. Das kann man sich dann durchaus einmal durchlesen, was man da zu sagen hat. Generell, und das ist der Hauptkritik an Critical Whiteness, ist es eine weitgehend vormarxistische, in vormarxistischen Begriffen arbeitende bürgerliche Theorie, die reformistisch versucht, etwas abzuschaffen, was sich nicht so einfach abschaffen lässt. Fanon, Hall, Adorno haben das erkannt. Critical Whiteness bleibt da schwammig, zutiefst schwammig, sowohl in der Analyse der Geschichte des Gewaltverhältnisses, wenngleich einzelne Arbeiten durchaus zur Erhellung beitragen, als auch in den Vorschlägen, wie es denn jetzt zu überwinden sei. Diese Vorschläge bleiben sämtlich reformistisch und werden nie revolutionär. Warum? Einfach weil diese Theorie eine akademische Theorie ist und man da natürlich nicht Leute zum Streik anhält, natürlich nicht zum nun einmal in der rassisierten Ökonomie, rassisierten Klassenkampf aufruft. Also zum Beispiel das schwarze Proletariat in den USA explizit aufruft, sich zu organisieren, unter anderem eben gegen die extrem überproportionale Inhaftierungsraten von Schwarzen in den USA. Die Vorschläge, wie das aufzulösen sei, sind denkbar schwammig und naiv, zum Beispiel dieses Race-Trader-Konzept, das ich schon ansprach, irgendwie ein abstraktes Lossprechen von der eigenen, vom Club der Weißen, der Verzicht auf den Genuss der Privilegien. Das ist diese Verzichtsideologie, die dem Protestantismus eigen ist, die auch dem Fair Trade eigen ist, die aber nie wirklich radikal wird und tatsächlich die verzichten müssen, dazu auffordert, sich etwas zu erkämpfen, aktiv zu erkämpfen, zu nehmen, notfalls zu stehlen. Oder eben, ja, und in diesem Verzicht auf Privilegien, der vorgeschlagen wird, werden eben die Verhältnisse idealisiert, dass es innerhalb dieser Verhältnisse möglich sei, durch Verzicht etwas zu ändern. Diese Kategorie Privileg bleibt auch denkbar diffus. Ja, es wird meist gesagt, naja, auch ein weißer Obdachloser kann sich sicher sein, dass er nicht aus rassistischen Gründen wegen seiner Hautfarbe sozusagen obdachlos geworden ist, weil er keine Wohnung gefunden hat. Ja, das bleibt alles sehr in der US-amerikanischen Gesellschaft dieser Zeit verhaftet und kann wenig zu einer längeren Geschichte des
Rassismus beitragen. Zum Beispiel will man einem Kind, das in den britischen Kohleminen schuftete und eine Lebenserwartung von maximal 26 Jahren hatte, weil es einfach mit 14 schon anfing mit der Berghauerei und sich durch Gänge schleppte, um den sogenannten englischen Hund, eine Lore mit 1 bis 2 Tonnen Steingewicht enthalten, vor sich her schob und vernutzt wurde, ja, kann man dem sagen, dass es immerhin das Privileg genossen hat, dass es nicht wegen seiner Hautfarbe in dieser Kohlenmine gelandet wurde. Ich finde, da ist Genießen von Privilegien einfach ein relativ überflüssiger und nicht tragfähiger Begriff. Diese ganze Privileggeschichte ist meines Erachtens eine Verwässerung von Begriffen wie primitive Akkumulation, Expropriation, Appropriation bei Marx, mit denen sich wesentlich besser arbeiten lässt und auch eine aggressivere Pointe erzeugen lässt, die dann besser trifft. Die Schuldarbeit findet am Individuum statt. Das Individuum wird konkret haftbar gemacht für die Geschichte. Das ist auch zunächst einmal legitim, Individuen Geschichte begreifbar zu machen, sie auch ihn zwangsläufig in ein Schuldverhältnis zu setzen. Gemeinhin fühlen ihr Opfer oder Betroffene mehr Schuld als Täter. Es führt aber diese Schuldarbeit am Individuum, wie sie dann in den Zirkeln stattfindet, dass Weiße seriell eben einem Verdacht ausgesetzt sind, zu einem Projektionsdruck, also ob man jetzt das rechtfertigt oder nicht, psychologisch oder pädagogisch besser gesagt, führt diese Schuldarbeit am Individuum zu einem Projektionsdruck, unter Umständen zu einer Verstärkung des Projektionsdrucks, solange eben nicht die unbewusste Beteiligung deutlich gemacht wird. Und davon liest man auch relativ wenig, von der ganzen sexuellen Dimension, weil das hieße eben den ganzen fetischistischen Gehalt, die Interracial Pornography oder eben auch die Dimension des schwarzen Selbsthasses mit aufzunehmen in die Reflexion. Es endet eben in einer Abfuhr der eigenen Frustration über ein Unterdrückungsverhältnis, der gerechtfertigten Frustration, der nachvollziehbaren Frustration an einer Outgroup, die zunächst einmal zwar dazu beiträgt, auf abstrakten Wege dieses Verhältnis fortzusetzen, die aber nicht bewusst und dazu beiträgt und die wenig objektiv genauso wenig Mittel hat, es zunächst einmal abzuschaffen, wie eben die Unterdrückten. Diese Möglichkeit, im Verzicht auf Privilegien zu verorten, macht in gewisser Weise Sinn, wenn man sich vergegenwärtigt, wie grotesk die Klassenkämpfe eben gescheitert sind, dass man eben den Schritt in so etwas wie eine maoistische Revolution, wie sie Fanon vorschlägt, dass eben die Schwarzen sich ein für alle Mal aller weißen Herrschaft entschlagen und mit dem sich begnügen, was sie eben haben, dass man dem natürlich äußerstes Misstrauen entgegenbringen sollte aus der geschichtlichen Erfahrung mit solchen maoistischen Bewegungen, auch mit dem Scheitern der Klassenkämpfe, und dass es in gewisser Weise nachvollziehbar ist, wenn man aus der Frustration über dieses Scheitern von Klassenkämpfen dann sagt, na gut, dann wollen wir wenigstens die globale Bourgeoisie, die tendenziell hellhäutiger ist, in irgendeine Form von Verzicht hinein schämen. Ja, sie beschämen dazu, dass sie irgendwann sich wenigstens gründlich schämt dessen, was sie da tut oder wovon sie da profitiert. Das ist nachvollziehbar, aber es ist eben gerade in dieser Unbestimmtheit viel zu kurz gegriffen und kann das nicht kritisch erfassen, warum es eben eine schlechte Alternative allenfalls sein kann und warum es keinesfalls irgendwie ein optimistisches also irgendwie zu Optimismus anhält, als könne man das jetzt als neue revolutionäre Praxis verkaufen. Was sich beobachten lässt, insbesondere in den informellen Zirkeln der Critical Whiteness, also auf einer aktivistischen Ebene, auf den Facebook-Foren, aber was sich auch schon vorbereitet findet in der Theorie, ist mit dem Postmodernismus verknüpft, nämlich die Aufgabe der Wahrheitsprüfung durch Sprechortpolitik, dass nicht mehr geprüft wird, was sagt jemand, sondern welche Hautfarbe hat der, der es sagt, welchen Sprechort. Und dass dann das Stummmachen eines Gegners explizit als Mittel beworben wird, als subversives Mittel. Ja, wenn da ein Weißer spricht, dann
dürfe man ihn als Schwarzer stumm machen, auch wenn er vielleicht im Recht ist, weil das eine legitime Form der Rache sei, weil er eben einen weißen Habitus pflege, indem er da die ganze Zeit spricht oder in irgendeiner Weise sich als Rechthaber betätigt. Das ist ein drastischer... Ja, ist ja gut. Ja, manche feiern das als persönliche Befreiung. Meinetwegen, wenn wir später noch diskutieren, übergebe ich gerne dann an das Publikum. Die Fortsetzung, also es ist nur ein Element einer insgesamt sehr traurigen Geschichte. Entschuldigung, wenn ich jetzt so auf den Klatscher etwas auch abwehrend reagiere. Vielleicht ist es, verstehen wir uns nachher noch mal recht gut darüber oder können darüber lachen, ich weiß es nicht. Es führt also diese Sprechort Politik, diese Identitätspolitik, die durchweg vorbereitet wird in der Theorie, zu nichts anderem als eine Fortsetzung der postfaktischen Mentalität, dass nämlich Wahrheit und Aufklärung als Weiß, als Machtposition definiert werden und als westliche Unterdrückungsinstrumente denunziert werden und als subversive Strategie dann am Ende, wie das dann Hengame Jacobi Farah, der man vielleicht nicht zu viel Bedeutung zumessen sollte, aber nur als ein Beispiel, dass dann als subversive Strategie dann das Überlaufen zu vernunftfeindlichen Ideologien glorifiziert wird, wie zum Beispiel zur Magie, zum Okkultismus und so weiter und so fort. Das hat allerdings weit über Jacobi Farah hinaus in der Ethnologie Tradition bis weit in die Theorie hinein, die Glorifizierung von magischen Praktiken als subversiv gegenüber einem westlichen Wahrheitsanspruch. Das findet sich durchweg in der Theorie immer wieder. Es ist nichts Unbekanntes, es ist ein eingeschliffenes Ideologem. Die Widersprüchlichkeit der Argumentation, genau die Offenheit der Gegenstände und die Widersprüchlichkeit der Gegenstände eignet sie an zur Beliebigkeit, zu einer Machtpolitik, ja, dann kann sich eine Person, die sich zum charismatischen Führer einer Critical Whiteness Gruppe eben aufschwingt, dann je nach Bedarf bedienen einer bestimmten Strategie, um irgendeinen missliebigen Kritiker oder Kritikerin mundtot zu machen. Sei es aus dem Forum zu löschen, Stichwort stumm machen der Weißen, sei es eben zu denunzieren, um gegen die Belehrung oder gegen die Infantilisierung oder das Zitat Absprechen der Subjektposition des anderen Einspruch zu erheben. Das, was die Aufklärung eigentlich etabliert, dass jedes Subjekt sich selbst rechtfertigen muss vor sich selbst, eben dieses Cogito ergo sum bei Descartes, später dann als Kantsches Gesetz, dass man sich allein vor sich selbst zu rechtfertigen hat, und zwar vernunftmäßig zu rechtfertigen hat, das wird über Bord geworfen zugunsten eben einer Identitätspolitik, in der nach der Hautfarbe des Sprechers oder der Sprecherin gefragt wird, zuallererst gefragt wird und nicht sekundär gefragt wird. Es ist auch beobachtbar die sadistische Neigung, nämlich wenn Diskomfort bei Weißen explizit bejubelt wird, also dass sich Weiße unwohl fühlen. Das ist ganz toll auf irgendeine Weise. Ja, das erzeuge Reflexion und so weiter. Das ist eben das Gleiche wie schon bei den Blue-Eyed-Workshops, wenn sich eben Leute am eigenen Leib den Rassismus sozusagen spüren oder das zurückbekommen, was sie eben gesellschaftlich anderen antun. Natürlich gönne ich jedem brutal Unterdrückten, zum Beispiel Fanon, auch die Lust an der Rache. Bei Fanon spielt das eine wesentliche Rolle. Die befreiende Lust an der Rache, auch den Kolonisierten aktiv den Kolonisateur aktiv zu besiegen und zu töten, dass das für das Selbstbewusstsein der Unterdrückten eine für die intrapsychische Stabilität eine entscheidende Rolle spielt. Das ist klar. Dass man aber in einer Situation, wo man prinzipiell andere Mittel auch hätte, wo man zu einem friedlichen Austausch von Reflexion auch in der Lage ist, dass man da eben das Unwohlsein des anderen, den Diskomfort zum einen abfeiert und zum gleichen Zeit eben Safe Spaces, also Orte, an denen man sich rundum nur wohlfühlen möchte und wo man nicht von Kritikern eben in diesen Diskomfort getrieben werden möchte, dass man das zugleich etablieren möchte, das ist schon
ein bedenkenswerter Widerspruch. Insgesamt möchte ich das zusammenfassen als Critical Whiteness, als tendenziell, wirklich nicht in der Gesamtheit. Es gibt einzelne Arbeiten, die sehr wertvoll sind, die beitragen zur Aufklärung, die auch im Projekt der Emanzipation zu verorten sind. Aber dass sich beobachten lässt, seriell auf der aktivistischen Ebene, teilweise in der theoretischen Ebene, eine ich-egoistische, narzisstische Aktivität, die vor allem um das eigene Wohlfühlen besorgt ist und etwas nicht macht, was man eigentlich kennt von Unterdrückten, nämlich die Solidarisierung mit Opfern, denen es noch schlechter geht, die Organisierung von wirklich wirksamen Interessensbündnissen, auch teilweise mit vielleicht Gegnern, die Kompromissfähigkeit, wie sie zum Beispiel Organisationen, schwarzen Organisationen pflegten, die Sklaven befreiten. Ja, die fragten ja nicht, wie beleidigt fühle ich mich jetzt von diesem oder jenen Weißen in diesem oder jenen Raum oder von den Weißen, die mir hier irgendwie helfen, Leute zu verstecken oder so, sondern die waren primär daran interessiert, andere Sklaven, Leute, die sich noch in der Sklaverei befinden, zu befreien. Und genau das Gleiche, den gleichen Anspruch würde ich doch auch an jede Befreiungsbewegung stellen, dass man auch an die feministische Bewegung die Frage stellen sollte, wie solidarisiert ihr euch denn aktiv mit den vom Patriarchat Unterdrückten? Geht es euch darum, dass hier das Binnen-I durchgesetzt wird, mehr als es euch darum geht, zum Beispiel den Schleierzwang in Iran oder die Steinigung von Frauen in Nordnigeria abzuschaffen oder die Genitalverstümmelung? Also, dass die Frage nach der Hierarchie gestellt wird. Sofern diese Hierarchie der Aktivitäten, der Praxis nicht in angemessener Weise rationalisiert werden kann, droht jeder Bewegung das Element des Kitsches. Ja, irgendeine Kleinigkeit ganz oben anzustellen und dagegen reale Probleme zu vernachlässigen. Das ist gerade nicht Whataboutism, darauf zu verweisen, auf eine irgendwie rational zu legitimierende Hierarchie, sondern es ist genau das Gegengift zum Whataboutismus, nämlich zu sagen, was ist zunächst einmal wichtig in einer politischen Praxis und wo schließt man Kompromisse und was ist dann eben sekundär wichtig. Da geht es darum, zugunsten realer Opferaktionen auszurichten. Und da wäre meine These eben gegen Critical Whiteness, dass Critical Whiteness vernachlässigt den afrikanischen Kontinent, die Krise, in der sich die afrikanischen Gesellschaften, in der sie hinein verfrachten, hineingeworfen wurden. Und dieses Problem der real Unterdrückten, in Weltwirtschaft Unterdrückten, relativ ja, oder ebenso systematisch ausspart wie die bürgerlichen Gesellschaften selbst, dass sie mehr noch den Verdacht lenkt auf Solidarität mit diesen Unterdrückten. Ja, genau, das hatte ich schon, die falsch eingestellten Hierarchien. Aus der sinnvollen Reflexion der Konstruktion von Weißsein wurde eine maoistisch-evangelikale Geständnispraxis ohne jeden revolutionären Gehalt. Warum maoistisch? Weil man es von maoistischen Zirkeln sehr gut kennt, genau diese Praktiken, den Gegner einzuschüchtern mit ganz mit instrumentalisierten Vorwürfen, mit dem Vorwurf, kein wahrer Revolutionär zu sein, mit dem Vorwurf, ein Verräter zu sein, selbst egoistisch gehandelt zu haben und so weiter. Und warum evangelikal? Weil eben dieses öffentliche Element ganz typisch für die evangelikalen Sündenbearbeitung ist. Ja, man stellt sich vorne hin und bekennt die eigene Sünde zum Ergötzen der ganzen Gemeinde und nicht nur des einzelnen Priesters wie im Katholizismus. Deshalb hat Critical Whiteness als Praxis, eben in Zirkeln herumzusitzen und einmal über Weißsein zu reden und über die Schuld des Weißseins zu reden. Zunächst ihr Recht, klar, ja, das kommt auch aus der Reflexion von unter anderem Weißen darauf, dass der Rassismus sehr, sehr tief sitzt, dass man nicht frei davon ist, aber als Ritual erzeugt es eben, ist es eben eine Fortführung der maoistischen evangelikalen Geständnispraxis.
und wird dann eben zum Kitsch. Noch eine Fußnote zum Wort Trigger, weil das Wort Neger oder auch Nigger dann meistens als Trigger gehandelt wird und auch andere Gewaltphänomene als Trigger gehandelt werden, die nicht dargestellt werden dürften. Das widerspricht sich paradoxerweise mit dem Geständnisgebot. So wurde in Marburg vom AStA gefordert, es sollten doch Frauen, die sexuelle Gewalterfahrungen hatten, doch vor dem gesamten AStA diese kundtun, um daraus eine andere Sprecherin-Position abzuleiten. Also ich denke, besser kann man nicht verdeutlichen, wie diese Aktion, wie auf den Hund gekommen der dieser Begriff von Sprechorten, von Positionen, von Trauma und von Trigger gekommen ist. In der Traumapsychologie wird Trigger wesentlich professioneller gehandhabt als eben in der Critical Whiteness oder an angeschlossenen postkolonialen Wohlfühlideologien. Trigger sind tatsächlich sehr komplexe und diverse Phänomene. Alles Mögliche kann ein Trigger sein, eben nicht nur oder vielleicht gar nicht einmal der Bericht über eine Gewalterfahrung, vielleicht gar nicht einmal ein Schlüsselwort, sondern teilweise auch bestimmte Gerüche, bestimmte Musik, was auch immer. Also man kann nicht berechnen, was ein Trigger ist und was nicht. Und es ist eben ein grober Unfug zu erwarten, dass in einer Kritik von Gewalt doch bitte die Benennung der Gewalt oder gewaltsame Worte zu unterbleiben haben, damit man sich da nicht retraumatisiert fühlt. Das Ganze wendet sich gegen die Solidarität mit den, die am untersten Ende der Unterdrückungsstände stehen, mit dem äußerst populär gewordenen Ideologem, Zitat, Saving Brown Women from Bar Men. Das ist einer Kritik Spivaks entsprungen, die Briten dafür kritisierte, dass sie die indischen Männer der Misogynie beschuldigten, der Witwenverbrennungen beschuldigten, das skandalisierten und verboten, um ihrerseits ein patriarchales System zu errichten. Das verkennt natürlich die Ambivalenz zunächst mal, dass ja natürlich misogyne Normen durch insbesondere das britische Kolonialwesen erst verbreitet wurden, zum Beispiel im subsaharischen Afrika wurden eben die nackten Brüste der Frauen sofort zwangsweise verhüllt, christliche Schamtabus wurden etabliert, Frauen in Führungspositionen, die es dort gab in Westafrika, wurden entfernt, Männer begünstigt und man hatte eine rigide Angst vor den Amazonen der Ashanti. Gleichzeitig hat aber, und das ist eben diese Ambivalenz, haben die Briten zum Beispiel Hexenjagden oder Witwenverbrennungen aktiv verboten und so etwas wie faire Prozesse überhaupt auf einer Distriktsebene vorbereitet. Das sind so die beiden Spannen des Kolonialismus, was die patriarchale Herrschaft angeht, so dass ich eine Kritik stets begründen muss. Geht es hier tatsächlich um ein Ideologem? Ja, geht es hier um ein instrumentelles Bemühen des vermeintlichen oder tatsächlichen Patriarchats zur Entschuldigung vielleicht noch rabiaterer oder brutalerer Ausbeutungsmechanismen? Oder geht es eben darum, die bestimmte Kritik an einem Ausbeutungssystem, die in Abrede zu stellen, deren ehrliches Bemühen in Abrede zu stellen? Das macht diese reaktionäre Wendung auch der Critical Whiteness aus, dass man eben dann ganze Gesellschaften essentialisiert. Man darf eben als Weißer nicht mehr diese Brown Men kritisieren. Und das führt dann dazu, dass man kollaboriert mit essentialisierten Kollektiven, wie eben dann der Muslimbruderschaft, also insbesondere Muslimschwestern, die dann mit Hijab den Hijab bewerben als eben POC, als anti-weiße oder subversive Strategie, den Rassismus zu hinterfragen, die Kritik am Hijab als rassistisch denunzieren oder dann eben auch als offene Kollaboration mit Institutionen wie der Hamas, die als antirassistische Instanzen gegen Israel gewertet werden, wie das Judith Butler tut.
Es entsteht aus diesem Saving Brown Women from Brown Men Ideologie generell ein Misstrauen gegen Aufklärung, gegen das Projekt der Aufklärung, die nun einmal mit Fanon, wie Fanon das unterstreichen würde, gerade mit den Opfern stattzufinden hat, die als Alphabetisierung derer stattzufinden hat, zum Beispiel die von Alphabetisierung historisch durch ein Gewaltverhältnis abgeschnitten war, denen die Segnung der Aufklärung eben gerade nicht erteilt worden, sondern denen als Aufklärung verkauft wurde, ein Gewaltverhältnis. Denen mit Adorno zu sprechen, das Schlechte genommen wurde, aber das Bessere nicht gegeben wurde. Und das wandert natürlich in die Institution ein, als Angst, sich überhaupt interventionistisch zu betätigen. Ein Zitat zum Beispiel, so schreibt der Ethnologieprofessor Matthias Krings aus Mainz in einem Gutachten zu einer Dissertation, Zitat, der Verfasser schildert hier, wie er sich angesichts eines etwa 10-jährigen Benzinverkäufers bei Umstehenden über Kinderarbeit beschwert. Ja, geht es ihm darum, sich erneut als Besserwisser zu entblößen oder will er auf diese Weise Zeugnis für seine dezidiert nicht kulturrelativistische, potenziell interventionistische Haltung ablegen? Fragezeichen. Läuft ein solcher en passant demonstrierter Wille zur Aufklärung, der hier als ethische Pflicht verkauft wird, nicht Gefahr, in die Nähe des White Man's Burdens Ideologiens zu rücken. Dass man also problematisiert, dass Kinderarbeit und hier der Verkauf gefährlicher, krebserregender Substanzen durch ein 10-jähriges Kind in einem Land stattfindet, in dem Kinderarbeit explizit verboten ist und zu diesem Zeitpunkt auch in der Presse ein großes Thema war, dass Kritik daran in die Nähe rückt von einem Gedicht, das die Kolonisierung explizit und die Ausbeutung glorifizierte, nämlich in diesem Gedicht White Man's Burden von Kipling. Wenn man das als Ethnologieprofessor mit einem Fragezeichen ja tatsächlich in Frage stellt, also nicht unterscheiden kann, dann ist schon einiges in den Brunnen gefallen. Dann haben wir tatsächlich ein so massives Defizit an begrifflichem Verständnis von Intervention, von Aufklärung und von Rassismus, dass es überhaupt kein Wunder ist, wenn Blüten in der Critical Whiteness oder Critical Whiteness als Blüte überhaupt entsteht. Also an Blüten ist die Rassismuskritik überreich, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Ein anderes Beispiel ist eben die Verhinderung antirassistischer Solidarität, ausgerechnet auf dem No-Border-Grenzcamp 2012 durch Critical Whiteness-Aktivisten von der Gruppe Reclaim Society, RS. Verlässliche Verbündete wurden dort gefordert und die würden sich durch Zuhören auszeichnen. Zitat eben dann, wenn ein POC als solidarisch einfordern würde, dass man 20 Butterbrote schmiere und verkaufe, dann solle man dies eben tun. Es wird eben Gefolgschaft gefordert und nicht eine Auseinandersetzung oder Reflexion oder ein Begriff. Das setzt auch diese New Abolitionism, eben diese, wie man Critical Whiteness teilweise nennt, den New Abolitionism, in ein Konkurrenzverhältnis zum Old Abolitionism, der tatsächlich mit der Abschaffung von der primären Ausbeutung, von den alten rassistischen Verhältnissen, von den unmittelbaren Gewaltverhältnissen damit befasst ist. Können wir das auf später vertagen? Ich komme nämlich zum letzten Kapitel. Da ja, wir können das ja später. Schreib es doch auf und ich gehe nachher gerne drauf ein. Ich würde gerne im Interesse aller zum Ende kommen. Ich lüge die ganze Zeit. Wie süß. Also. Bitte? Ist gut. Alles klar. Ja, du kannst dann ja gleich deine Gegenversion, ich lasse mich da auch gerne korrigieren, ich war nicht dabei, ich zitiere nach einem Artikel von Augenzeugen. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren im Einzelfall, im Anschluss. So, ich komme zum letzten Teil, nämlich zu diesen Blüten zählt auch wiederum die dialektische Gegenbewegung gegen diesen meinetwegen in Blüten falschen Antirassismus. Und diese Blüte, eine dieser Blüten beginnt mit einer ganz ärgerlichen Debatte, nämlich die von Christoph Türke, der 1993 auf dem Konkretkongress
zur Materialität des Rassismus referierte und da, man kann sagen, spintisiert er, Zitat, warum nicht einräumen, dass es günstige und weniger günstige geografische und klimatische Bedingungen für menschliche Entwicklung gibt, sodass es nicht ganz zufällig ist, wenn etwa im Mittelmeerraum und Vorderasien sich Agrikultur, Architektur, Handel, Sprache und Schrift in anderer Weise entfalteten als etwa in Feuerland oder Amazonien. Warum nicht zugeben, wohlgemerkt zugeben, dass die Natur ihre Huld innerhalb und zwischen den Rassen nicht so gleichmäßig verteilt hat, wie eine Firma ihre Postwurfsendung? Das ist aus der Perspektive einer kritisch-theoretischen Analyse des Rassismus einfach eine sichtbare Projektionsleistung einer Rationalisierung eines Gewaltverhältnisses als Natur. Es macht genau das, was der Rassismus macht, nämlich unterschiedliche technologische, sichtbare, meinetwegen Entwicklungsstände zunächst einmal als Begründung zu nehmen für die Einteilung von Menschen in sogenannte Rassen und dann nachgerade noch einmal zu rationalisieren als Huld der Natur, dass die einen eben mehr haben und die anderen weniger. Und die einen mehr können vielleicht und die anderen weniger. Das deckt die ganze Gewaltgeschichte einfach zu, dass zum Beispiel die Schrift in China aus China nach Europa gelangt ist, der Buchdruck aus China nach Europa gelangt ist, dass Schießpulver, dass es Schrift in Südamerika ebenso gab, in widrigen Verhältnissen wie der Sahara ebenso, der die Schriftreligion des Islam sich verbreitet hatte, wie in prosperierenden Regionen, wie in Indien, in klimatisch wohlgedeihenden Regionen, dass eigentlich dieses Mitteleuropa zur Zeit, über die hier gesprochen wird, ein malariaverseuchter Sumpf war, der von den Römern erst entwässert wurde, dass man überhaupt nicht davon ausgehen kann, dass hier so etwas wie die Natur am Werke war. Weiter, dass durch diese Gewalt, die der Rassismus erzeugte, durch die Sklavenjagden, ganze Gesellschaften erst in die unwirtlichen Zonen, eben in die Wüsten, in die Hinterländer, in die Regenwälder getrieben wurden, dass gerade Amazonien zum Beispiel, wie man heute an Ruinen nachweisen kann, von großen Städten auch besiedelt war, die erst im Zuge eben der Infektion mit Infektionskrankheiten, die durch diesen Kontinent rauschten, mit dem Erstkontakt verwaisten und die dann später durch genozidale Gewalt weiter in den Wald getrieben wurden. Diese ganze Gewalt deckt Christoph Türke im Handstreich zu und verwandelt alles in eine Huld der Natur, die zwischen und innerhalb von ihm imaginierter Rassen verteilt worden sei. Es gebe, so Türke, einen Grundtatbestand, der von sich aus nachgerade dazu einlädt, von der Hautfarbe auf einen höheren oder minderwertigen Intellekt und Charakter zu schließen. Er fühlt sich eingeladen dazu. Gerade so, wie das Gesetz von Ursache und Wirkung dazu einlädt, auf eine erste göttliche Ursache zu schließen, die die ganze Kausalkette in Gang gebracht hat. Auch hier wieder diese spintisierte Apotheose des Rassismus, ja, das ist in irgendeiner Weise, hätte das einen ersten Anfang in irgendeinem Grundtatbestand und sei ab dann eben lässlich, es sei nachvollziehbar, man sei dazu eingeladen worden zum Rassismus. Er sei eine Reaktion, Zitat, Rassismus ist Reaktion auf die Zuchtwahl, die die moderne Wirtschaftsordnung sich selbst veranstaltet. Völlig krude wird es, wenn Türke in seiner Rechtfertigung seines unsäglichen Referats noch einmal betont oder noch einmal erwägt, Zitat, weil die Haut ein Psychosomatikum ersten Ranges sei, könne nicht annähernd angegeben werden, wie weit dieser Zusammenhang von Hautfarbe und Psyche reiche. Da macht er nichts anderes als Raunen zugunsten der Rassisten, ja, erwägt, das könne irgendwie ja mehr zu bedeuten haben, mehr Einfluss auf die Psyche haben, diese Hautfarbe, als man so denkt, aufgrund der Psychosomatik. Ja, das entfernt sich weit von dem, was Fanon eigentlich meinte mit der Psychosomatik der Haut, dass nämlich die Erfahrung des Rassismus sich tatsächlich lebhaft als
Gewaltverhältnis in die Menschen einschreibt. Das grundsätzliche Strategem Türkes, man kann das gerne im Volltext nachlesen und sich eines Besseren belehren lassen oder das bestätigt sehen. Das Strategem Türkes ist, den Rassismus als Nebenwiderspruch des Kapitalismus zu verharmlosen und den Rassismus auf Besitzstandwahrung zu reduzieren, ihn also seiner psychologischen Funktion zu entkleiden und letztlich den gegenwärtigen Rassismus auf Marktprinzipien zu reduzieren, die irgendwo gegenüber dem Einwanderungsdruck verelendeter Massen nachvollziehbar seien. Er erweckt nämlich, dass sich ja auch die radikalsten Linken, die No Border fordern würden, sich ja irgendwo, würde es tatsächlich zu einer No Border-Situation kommen, in einen bürgerlichen Egoismus flüchten würden, dass sie nämlich dann doch ihren verlorenen Besitzständen nachtrauen würden. In Wahrheit ist das, was er auf die No-Border-Aktivisten projiziert, seine eigene Grundhaltung. Er schreibt, jeder Nationalstaat der Ersten Welt ist gezwungen zu handeln wie ein Großkonzern, macht wieder zum Beispiel aus dem Drama im Mittelmeer, was ich damals ankündigte, so etwas wie einen objektiven Zwang und keine willkürliche Entscheidung. Und das war schon das Motiv, als die Kolonialmächte ihre Kolonien freigaben. Ja, das ist natürlich durchaus richtig. Es war auch ein Motiv, dieser wirtschaftliche Aspekt. Der andere war, dass sich Schwarze eben massiv und durch die Jahrhunderte hinweg dagegen wehrten. Er verherrlicht die Abwehr von Fremden als Selbstverteidigung gegen den Marktruin, das würde Fremdenfeindlichkeit ebenso an sich haben wie der Markt die Konkurrenz. An diesen Bestand reicht der Begriff Rassismus nicht im Entferntesten heran. Das sei eben alles kein Rassismus, sondern es sei in irgendeiner Weise Ursache oder Wirkung des Kapitalismus. Das krude und meinetwegen auch der rassistische Gehalt von Türkes Texten und von seinem Vortrag auf dem Konkretkongress wurde von Konkretautoren erkannt und hinreichend kritisiert. Man kann diese ganze Debatte runterladen und dem nachspüren, die einzelnen Autoren in der Konkret von Kremlitzer über Ingrid Strobel und auch versiertere Leute haben ihn ausführlich kritisiert. Einer der Kritiker war Eike Geisel. Der damals aus der Konkret ausgetreten ist, weil man dort überhaupt das debattieren oder diskutieren wollte, was Türke da verzapft hatte. Der Skandal, schreibt Geisel, ist nicht Türkes Text, der in die junge Freiheit oder in den Spiegel gehört. Spiegel ist vielleicht eine Übertreibung. Skandalös ist der Gestus, mit dem Konkret ihn als Türke Kontroverse abdruckt und eben nicht im Handstreich, wie ich auch finde, ihn als vorschülerhafte Betätigung an einem Gegenstand, der Türke offensichtlich über den Kopf gewachsen ist und dem er nicht gewachsen ist, an dem er sich aggressiv auch betätigt, ihm dies aus der Hand nimmt. Das Fatale ist jetzt, dass sich Leute mit Türke solidarisiert haben, nämlich unter anderem Clemens Nachtmann, auch Manfred Dahlmann und auch Klaus Weimeyer in der Zeitschrift Bahamas. Dass also die Bahamas schon zu diesem Zeitpunkt eine Gegnerschaft zum Antirassismus inkulturiert hatte, aufgenommen hatte, die es dann weiter pflegt. Clemens Nachtmann greift das wieder auf, versucht das wieder zu beleben. Es plätscherte vielleicht, wenn man da eine Diskursanalyse an der Zeitschrift macht, es plätscherte fort. Clemens Nachtmann schreibt in der Bahamas 58, 2009, Zitat, 16 Jahre ist es nun her, 1993, dass ich auf dem Kongress, den die Zeitschrift Konkret veranstaltet hatte und danach als, ich zitiere aus dem Gedächtnis, Rassist und linker Schädelvermesser geoutet wurde. Zur Erinnerung, auf diesem Kongress gab es ein Podium über Identität und Differenz, auf dem unter anderem Christoph Türke referierte. Und es war Türke, der dabei in den Augen der Antirassisten unglaublichen Fauxpas begangen hat, ohne eilfertige moralische Distanzierung überhaupt von Rasse zu sprechen, überhaupt an biologisch gegebene Naturtatsachen des Menschen zu erinnern. Also wir sehen,
vielleicht nochmal, wenn wir uns an das Zitat erinnern, dass Christoph Türke nicht nur das gemacht hat, nicht nur daran erinnert hat, dass es halt unterschiedliche Hautfarben gibt, sondern daraus eine Huld der Natur und so weiter und so fort abgeleitet hat. Also dass es überhaupt nicht um ein Nur geht. Nachtmann ignoriert auch völlig, was damals schon als Kritik ausgeführt wurde, dass das Konzept der Rasse nämlich überholt ist und dass es überhaupt auch damals biologisch nicht mit dem der Hautfarbe sich trifft, dass die Hautfarbe nicht als ein biologisches Rassemerkmal gelten kann. Das ist verworfen von der Biologie und das ist deshalb auch aus jeder kritischen wissenschaftlichen Perspektive überhaupt keinen Sinn macht, hier von Rasse und Hautfarben zu sprechen. Man kann, wie ich das ja auch getan habe, erwägen, ob in unterschiedlichen Hautfarben unterschiedliche kulturelle Symboliken, die sehr tief in die Kinderpsychologie hineinreichen, sich daran ausagieren. Aber was Türk macht, ist nichts anderes als eine Rationalisierung von gesellschaftlicher Gewalt. Zitat Nachtmann weiter, damit nicht genug, meldete er grundsätzlichen Zweifel an der Erklärungskraft des Begriffes Rassismus überhaupt an, angesichts einer damals längst in Gang gekommenen Inflation des Rassismus, in deren Gefolge der Begriff auf schlechthin alles, was irgendwie mit Herrschaft oder Unterdrückung zu tun haben könnte, ausgeweitet und damit komplett entleert wurde. Das trifft halb auch eine Wahrheit. Es gab diese Erweiterung des Rassismusbegriffs, sodass man schließlich tatsächlich von Misogynie als dem Rassismus, der Frauen widerfährt, spricht. Aber ob man da tatsächlich deshalb zu Türkes Referat schreiten muss, das ist eben ungeklärt. Oder das klärt Nachtmann nicht. Er nennt das weiter die antirassistische Kritik an Türke ein hohnsprechendes Kasperletheater, das deswegen veranstaltet worden sei, weil Türke den Sozialwissenschaftlern und Antirassisten ihr Lieblingsspielzeug madig gemacht hätte. Also allein diese Sprache von Kindern in Sandkasten hier auszugehen, deutet schon an, auf welcher Ebene der Kritikresistenz Nachtmann hier argumentiert. Man kann sich das alles en Detail nochmal in diesen Artikeln durchlesen, wenn einen das interessiert. Er kommt zu einem Ideologem, wie es sich dann auch in der Szene verbreitete, dass nämlich am Antirassismus nichts zu retten sei und nichts zu beerben sei. Rassismus, Zitat, ist ein ideologisches Stichwort eines antirassistischen Rackets, das jeden Realitätsbezuges entbehrt. Ja, das ist halt eine starke Hausnummer, zu sagen, es gibt quasi keinen Rassismus mehr. Das ist alles irgendein Hirngespinst von Rackets. Einen Vergleich haben wir dazu im Antisemitismus. Auch hier wird von Antisemiten suggeriert, der Antisemitismus sei ja vergangen, es gäbe keinen Antisemitismus mehr und das alles, die Kritik am Antisemitismus sei eine Inszenierung eines Rackets oder eben der Holocaust-Industrie, wie Finkelstein das nennt, also eine reine Instrumentalisierung, um irgendwie harmlose Leute zu kritisieren. Nichts anderes macht Nachtmann hier meines Erachtens mit dem Rassismus, er leugnet ihn, er sagt, es gibt ihn halt nicht mehr, es gibt noch irgendeine Gewalt, aber die kann man nicht Rassismus nennen, die ist nur Fremdenfeindlichkeit und überhaupt ist alles andere die Vernunft des Marktes oder eben, wie Christoph Türke das sagt, die Huld der Natur. Besonders übel wird es dann dadurch, dass Clemens Nachtmann dann sich noch 2013 einmal berufen fühlt, unter dem Pseudonym mit einem afrikanischen Namen, nämlich Claude Nwambele, einen Text zu schreiben mit dem üblen Titel Hottentotten vom Stamme PC. Dass der Text Clemens Nachtmann zuzuordnen ist, wissen wir von Clemens Nachtmann selbst, der den Text in seiner eigenen Literaturliste als eigenes Werk auflistet. Und wir wissen das natürlich auch aus dem Szenefunk, aus dem Flurfunk von Leuten, die es von Leuten wissen. Er hat es nie bestritten und führt den Text selbst auf unter dem angegebenen Link, sodass wir Clemens Nachtmann hier als Autor ansprechen können. Er nimmt dieses Pseudonym an, um
schon diesen Titel unterzubringen, ja, Hottentotten vom Stamme PC. Das ist nichts anderes als die Fortführung des rassistischen Pejorativs, wie man das aus deutschen Schulen kennt. Hier geht's ja zu wie bei den Hottentotten. Ja, die benehmen sich nicht zurecht. Und die, diese PC, diese Political Correctness-Leute, die seien alle eben irgendwie Hottentotten. Nichts anderes will Clemens Nachtmann hier an Emotionen wecken. Er wendet sich in diesem Text mit einer Mischung aus Versatzstücken kritischer Theorie und Hegel, mit Elementen ja irgendwo echter oder gerechtfertigter Kritik und unzulässiger Polemik, grundsätzlich gegen die Streichung des Wortes, Zitat, Neger aus Kinderbüchern. Zitat, das N-Wort ist kein Zauberwort, dessen Aussprechen einen jeden Augenblick zum Rassisten macht und diejenigen, die es demonstrativ vermeiden, zu Edelmenschen. Ja gut, damit können wir uns ja noch irgendwo abfinden. Was aber Claude Nwambele oder Clemens Nachtmann macht dann, ist, dass er diesen Text nutzt, um häufig, Zitat, Neger zu sagen und an einer abgründigen Stelle ein schwarzes 9-jähriges Kind, nämlich eine Leserbriefschreiberin, die sich in der Zeit darüber empört, dass eben in der Zeit eine Schlagzeile überdimensional groß das Wort Neger verwendete, um diese Debatte zu illustrieren. Dass also dieses Kind, das sich darüber beschwerte, mit diesem Wort konfrontiert zu werden, in seinem Text noch einmal polemisch als Negerkind denunziert, beziehungsweise das über den Umweg tut, dass er jene kritisiert, die diesem, Zitat, Negerkind sein, wie er das meint, sein Geschwurpsel oder seinen falschen Protest schon als wahr abnehmen würden. Man kann das gerne nachlesen, wenn man es mir nicht glaubt, meine Interpretation. Ich habe keine gegenläufige Interpretation dieser Passage gelesen und halte das auch für müßig, darüber zu diskutieren. Es ist einfach eine Projektionsleistung sondergleichen. Nachtmann geht auch völlig darüber hinweg, wie andere Kritiker der Zensur des Wortes Neger aus Kinderbüchern, dass es eine afrodeutsche Bevölkerung gibt, dass es Kinder gibt mit dunkler Hautfarbe in Deutschland, die mit Kinderbüchern konfrontiert werden, in denen sie in einer teilweise unsäglichen Weise als Folien, als Stereotypen stigmatisiert werden und eben mit diesem Wort bezeichnet werden, dass in den 50ern noch politisch korrekt war, heute aber sicherlich dies mit einigem Recht tabuiert wurde. Ich unterstütze die Tabuierung des Wortes in Grenzen. Sie greift mir zu kurz, unter anderem am Beispiel Jim Knopf. In der Debatte wurde nicht hinreichend, also sondern ein bürokratisches Ding mit dieser Gesellschaft. Sobald man das Wort Neger aus den Kinderbüchern entfernt hat, heißt das noch lange nicht, dass der Rassismus dadurch ausgelöscht wird. Am Beispiel Jim Knopf möchte ich das illustrieren. Jim Knopf wird hier, und so wird er auch nach wie vor illustriert werden, mit Schlauchbootlippen dargestellt, ohne Mundwinkel. Eine typische Form rassistischer Karikatur des Schwarzen, der immer fröhlich ist und dessen Mundwinkel fehlen aus irgendeinem Grund, was keine Entsprechung in der Realität hat. Ja, das ist eine Projektion des Rassismus, eine Erfindung, ein Schwarzer ohne Mundwinkel mit diesen Schlauchbootlippen. Mehr noch, im Text wird systematisch Schwarzsein mit Schmutz assoziiert. Auch wenn in irgendeiner Weise Jim ein sympathischer schwarzer Held ist, wie es sie auch geben muss. In Comics eine der Forderungen von Nongs ist, dass es mehr schwarze Helden in Kinderbüchern und Comics gibt. Aber dieser Jim wehrt sich systematisch gegen Sauberkeit und Bildung. Zitat, das Waschen fand er besonders überflüssig, weil er ja sowieso schwarz war und man gar nicht sehen konnte, ob sein Hals sauber war oder nicht. Muss man sich mal vergegenwärtigen, ein Kind, das ständig auf das Problem stößt, dass Gesellschaft es für schmutzig hält, in einer Geschichte, in der Seifenwerbung historisch Schwarze in ein Bottich mit Seife steigen lässt und als Weiße daraus hervorgehen lässt. In einem solchen Kontext hat man in einem Kinderbuch dieses Thema, diese Assoziation von Schwarz mit Schmutz, ja, eigentlich zu unterlassen oder zumindest sehr genau zu prüfen, wann man das inszeniert.
Aber Frau Waas ließ das nicht gelten und Jim sah es schließlich auch ein, dass er sich waschen muss. Die weiße Mutter bringt dem schwarzen Bub bei, dass man sich wäscht und wie man sich wäscht. Der beste Freund von Jim ist Lukas, der Lokomotivführer. Warum? Weil Lukas ja ebenfalls fast ganz schwarz war. Ja. Das Beispiel Pippi Langstrumpf, das durchgereicht wurde, auch hier ist es nicht nur der Negerkönig, der meinetwegen sehr gern durch Südseekönig oder Inselkönig ersetzt werden kann, was dem Werk überhaupt keinen Abbruch tut. Es gibt in dem Werk bessere und schlechtere Geschichten übrigens. Nein, es sind Passagen, die man wirklich überspringen sollte, wenn man das Kindern vorliest. Nämlich zum Beispiel, wenn Pippi Langstrumpf sagt, ja, wenn sie auf diese Insel Takatukaland kommt, aber ich werde da einen eigenen Neger haben, der mir jeden Morgen den ganzen Körper mit Schuhcreme putzt. Warum will sie diesen Neger haben? Zitat, ne? Weil sie schwarz sein möchte. Also auf eine paradoxe Weise Mimesis und Alterität. Sie will sich dem angleichen. Aber sie will dieses andere, diesen schwarzen Jungen, dieses schwarze Kind besitzen. Sie will diesen, Zitat, Neger haben. Ne? Als Sklaven. Oder sie sagt, Zitat, über ihre Villa Kunterbunt, nette Hütte das, sagte sie, keine Flöhe und in jeder Hinsicht angenehm. Und das ist vielleicht mehr, als man von den Negerlehmhütten sagen kann, wo ich von jetzt ab wohnen werde. Zitat Ende. Wir wissen natürlich, dass Pippi Langstrumpf später auch mit diesen Kindern dunkler Hautfarbe gleichberechtigt spielt. Natürlich ist sie viel stärker und kann alles viel besser, aber sie erweist sich durchaus nicht als Rassistin und muss auch nicht zu den verwalterischen, kolonialen, herrischen Aufgaben ihres Vaters Ephraim schreiten. Aber trotzdem sind das Passagen, die man einfach nicht Kindern vorlesen muss. Ja, das kann einfach raus aus einer Kinderedition. Es ist auch ein falscher Anspruch von Authentizität. Warum falsch? Weil alle Märchen, die Grimmschen Märchen, alle Märchen sind 100-mal überarbeitet worden. Wenn Sie eine authentische Fassung von Grimms Märchen wollen, mit all der Gewalt, auch mit der sexuellen Gewalt, dann müssen Sie in eine historisch-kritische Edition gucken, wie Sie sie nur in germanistischen Bibliotheken finden und nicht auf dem Markt. Und genau das Gleiche wäre überhaupt nicht unmöglich mit Astrid Lindgrens Werken. So, das nur dazu, zu diesem Argument von Clemens Nachtmann. Clemens Nachtmann war nicht der Einzige. Sören Pünger kann man noch zitieren. Warum er überhaupt Bedeutung erlangt hat, ist mir schleierhaft in dieser Szene, warum er überhaupt zu dem Thema eingeladen wird. Zitat Pünger: Wenn das Negersagen rassistisch ist, dann kann ja Adolfs Ariatik gar nicht so schlimm gewesen sein, sagt er, wenn er, um zu kritisieren, dass man das Negersagen kriminalisiert. Auch er leugnet den Rassismus im Anschluss an Nachtmann mit genau dem gleichen Ideologem. Echter Rassismus, den gäbe es nicht mehr, der verdiene seinen Namen nicht mehr, er sei kaum mehr existent, sprich relevant. Deshalb verblüffe das massenhafte Bedürfnis nach Antirassismus umso mehr. Massenhaft ist dieses Bedürfnis schon mal gar nicht. Das ist eine wahnhafte Projektion, die sich an Realität nicht messen kann. Es gibt kein massenhaftes Bedürfnis nach Antirassismus in Deutschland. Also selbst die paar Critical Whiteness-Stellen kann man nicht als Legitimation für diese Suggestion nennen. Und er suggeriert eben, der Kampf gegen Rassismus sei der letzte Rückzugsort der Linken nach dem Zusammenbruch des Sozialismus. Auch das ist grundfalsch. Ja? Wenn man sich die Linke anguckt, die Partei Die Linke zum Beispiel, oder auch die Autonome Linke, dann ist der Rassismus da relativ weit hinten anzusiedeln als Thema. Der Rassismus ohne Rassen sei, so Pünger, ein wohlberechneter Rassismusschwindel der Linken. Hier nochmal der Vergleich zu Finkelstein oder anderen, die den sekundären Antisemitismus als Schwindel der Zionisten zu entlarven meinen. Ausgerechnet Pünger wirft Stuart Hall Plattheit und Willkür vor. Die unterstellte Allgegenwart des Rassismus sei nichts weiter als Diskriminierung aufgrund von Herkunft und Hautfarbe. Ja, was anderes meint Rassismus? Also er macht keinen Gegenvorschlag. Man braucht den Begriff eigentlich gar nicht mehr, obwohl es Diskriminierung aufgrund von Herkunft und Hautfarbe gibt. Das ist ein komisches Bramarbasieren.
und so weiter und so fort. Man kann diesen ganzen Text oder diesen Vortrag sich anhören. Es ist eben die Leugnung des Rassismus. Noch ein anderes Zitat, ein anderer Text von Philipp Witzmann und Thomas Maul, nur um diese Serialität zu belegen, dass es kein Einzelfall ist von Clemens Nachtmann. So, Philipp Witzmann und Thomas Maul schreiben in ihrer meines Erachtens falschen Kritik an Critical Whiteness, trotz einem Teil richtiger Kritik am Antisemitismus darin. Zitat, Sklaverei, das könnte man wissen, gibt es seit des Menschen Geschichte überliefern. So selbstverständlich sie dem Menschen über Jahrtausende erschien, so wenig gibt es ontologisierbare oder rassifizierbare Täter- und Opferkollektive. Der in kriegerischen Auseinandersetzungen überlegene Menschenverbund versklavte die Mitglieder des Unterlegenen. Ja, so war die antike Sklaverei, aber deshalb trennt man auch zwischen antiker und moderner Sklaverei und so weiter und fort. Die Spezifika sind in der Literatur meist benannt. Niemand wurde gern versklavt. Auf die Idee, die Sklaverei als solche in Frage zu stellen, kam deswegen aber noch lange keiner. Ja, wann und für welche Zeit? Die Institution glich ein Naturgesetz, sicher nicht für alle. Sehr früh gab es Kritik an der Sklaverei und, wie gesagt, schon im 8. 9. Jahrhundert gab es Sklavenaufstände der Zansch und auch jeder Hinterwaldsmarxist weiß etwas von den Spartakusaufständen, also von der Infragestellung der Sklaverei auch in der Antike. Wenn darum in der Geschichte der Sklaverei irgendetwas überhaupt spezifisch weiß sein sollte, dann ist es weder die Erfindung der Sklaverei, ja gut, das ist meinetwegen wahr, noch eine periodische Täterschaft, und das ist falsch, Sklaverei war periodisch, Täterschaft weiß, sondern im Gegenteil ihre grundsätzliche Ächtung, und das ist grundfalsch, die sich erstmals in den Schriften der Juden, die heute als weiß gelten, später auch der Christen findet. Also auf einmal hat doch einer die Sklaverei in Frage gestellt, nämlich Juden und Christen. Und ihre Abschaffung, bei der die Ideen der Aufklärung und der christliche Abolitionismus eine entscheidende Rolle spielten. Das ist starker Tobak, die Abschaffung der Sklaverei als die Heldentat der von Weißen zu reklamieren. Das ist zynischer Spott, eine Auslöschung des Widerstandes von Schwarzen, auch in der Antike. Juden und Christen waren eben, wie das Hohelied Salomos zeigt, nicht zwangsläufig schon Weiße. Es gab auch Schwarze in diesen Gesellschaften, auch in den christlichen, auch in der römischen Gesellschaft, die dann die christliche wurde, gab es einen schwarzen Bevölkerungsanteil. Es gab sehr früh schwarze Bischöfe und es gab sehr früh eben schwarze Abolitionisten, schwarze Kämpfer gegen die Sklaverei. Im Islam, also die Sklaverei in der islamischen Welt, als auch gegen die Sklaverei in der christlichen Welt. Nur ein Beispiel, als eben die ersten portugiesischen Sklavenjäger die westafrikanische Küste absegelten, trafen sie auf schwarze Gruppen, die ihre Kundschafter ermordeten und dadurch sehr deutlich zeigten, dass sie überhaupt keine Lust hatten, sich hier beherrschen und versklaven zu lassen. Und ebenso gibt es den Sklavenaufstand von Haiti als populärstes Beispiel einer siegreichen und die Ideale der französischen Revolution übernehmenden Revolution von Schwarzen. Und es eben dann auch Phänomene wie den Quilombismo oder die ganze Geschichte des schwarzen Widerstandes gegen die Sklaverei, die hier im Handstreich ausgelöscht wird zugunsten einer Reklamierung der Abschaffung der Sklaverei als weiße Heldentat. Das ist schon irgendwo reflexionslos und dagegen ist Critical Whiteness auf alle Fälle schon mal eine bessere Lektüre als diese Texte. Klauer trägt dazu mehr oder weniger bei. Auch er sagt wieder, dass der neue Rassismus, ja, es sei irgendwie was anderes. Mit Sarrazin hätte sich das modernisiert, aber es sei eben kein Rassismus, sondern irgendwas anderes. Genau diese Neubenennung, die Klaue hier einfordert, macht Rassismustheorie mit Stuart Hall seit den 80ern und schon früher herauszufinden, wie Rassismus ohne Rassentheorie stattfindet, wie unbewusster Rassismus stattfindet. So, ich bin damit endlich am Ende. Es hat doch länger gedauert, als ich erhofft hatte. Mir ist das bei dem Thema reichlich egal. Es gibt Themen, die referiere ich lieber als andere. Und der Rassismus gehört nicht dazu. Es widerstrebt mir etwas. Es macht mir wenig Spaß, darüber zu sprechen. Ich gerate, wie ihr auch merkt, öfter mal ins Schwimmen und das Material ist einfach
überreicht, zumal wenn man dann noch mit sich dialektisch verschlingenden Gegenständen zu tun hat, in denen wechselseitig alles falsch ist oder sich zwei falsche Positionen irgendwo an Stellen auch korrigieren. Ich danke euch trotzdem fürs Zuhören dieses mühevollen Gewaltaktes und würde trotzdem noch meinetwegen eine weitere Stunde oder eine halbe Stunde auch hier zur Diskussion mit euch sitzen bleiben, wenn das gewünscht ist.